Im Hintergrund lief das Radio. Die Katze Krümel raste in einem Anfall von Schwangerschaftsfieber über den Küchentisch und warf den Honigtopf um. Das Telefon schrillte, die Türglocke läutete und ein Mann brüllte draußen. Briketts! 2 Wochen lang hatte ich mich mit nichts auseinandersetzen müssen als dem Hämmern des Regens, dem klebrigen Nebel und der ermüdenden Hetze der Gedanken in ganz kleinen, tödlichen Kreisen. Dieser Anfall von hektischer Betriebsamkeit machte mir zu schaffen. Kippen Sie die Briketts vor die Garage. Aber ein Stück neben das Tor, bitte. Ich muss ja noch mit dem Auto raus. Geht klar, Boss. Ja, Baumeister? Hallo, Baumeister. Na, Chef, was gibt's denn? Wie ist das Wetter bei Ihnen in der Eifel? Wir haben Regen und Nebel und Temperaturen um 5 Grad plus. Die Sicht liegt ständig unter 50 Metern. Es ist seit 3 Monaten so. Ich bin hochdepressiv. Dann habe ich etwas für Ihre Genesung. Ein Stück prades Leben. Können Sie schnell für mich nach Bonn fahren? Oh je, ich mag nur die Altstadt, nicht das Regierungsviertel. Da laufen mir zu viele Kolleginnen und Kollegen im Zustand höchster Erleuchtung herum. Diese Sache haben wir aber exklusiv. Da kann Ihnen keiner dazwischen. Eine hochfeine Geschichte. Immer wenn mein Chef behauptet, er habe eine hochfeine Geschichte, kann man sicher sein, dass es irgendwie mit Geschlechtsverkehr zu tun hat. Wer bumst mit wem? Nicht doch, nicht doch. 1000 auf die Schnelle, wenn Sie die Geschichte hinkriegen. Und wenn ich sie nicht hinkriege? Die Hälfte. Ich dachte daran, dass ich die Briketts bezahlen musste und etwas für die Rente tun sollte. Lassen Sie es raus. Also das Familienministerium ist bekanntlich an der AIDS-Front sehr aktiv. Die Ministerin hat einen gewissen hohen Beamten mit einem Bumsbomber nach Thailand geschickt. Wilhelm Blechschmidt heißt der Typ. Er sollte herausfinden, wie die Deutschen da unten in den Puffs mit der Furcht vor AIDS umgehen. Er ist auch wirklich hingeflogen, aber er hat sich einen Dreck um AIDS gekümmert. Stattdessen hat er eine Thai-Frau aufgerissen, ein super Vibe. Die hat er mitgenommen nach Bonn und ihr ein Prachtapartment gemietet. Seine Ehe ist natürlich im Eimer und er hat sich den 2. Frühling auf Staatskosten finanziert. Nicht schlecht, was? Wenn es stimmt. Und Sie, was wollen Sie? Ich will ein Interview mit dem Mann. Nein, nein, nicht, was Sie denken. Nicht kaputt machen, den Kerl. Ich will ihn sagen hören, dass die deutschen Ehefrauen langweilig sind und dass die Thai-Mädchen Feuer im Hintern haben. Und Fotos von der Kleinen will ich auch. Möglichst geile. So ein Interview kriege ich nie, wenn der Mann nicht krank ist. Sie kriegen es. Wenn es überhaupt einer kriegt, dann Sie. Na gut. Ich baue für dich und die Kleinen ein Nest unter dem Schreibtisch. Da bist du immer bei mir und du kannst deine Jungen auch mal alleine lassen, in Ordnung? Aber auf dem Schreibtisch geht das nicht. Das musst du verstehen. Und jetzt scher dich weg. Ich muss für dein Fressen etwas tun. Aber sie blieb sitzen, starrte mich an und leckte sich schließlich den Bauch. Dann seufzte sie tief und legte den Kopf auf das Telefon. Schwangere Katzen sind nur schwer zu ertragen. Ich schob sie beiseite und rief im Bonner Familienministerium an. Es war gar nicht so schwer, diesen Blechschmidt an den Apparat zu bekommen. Ah, das ist fast peinlich privat. Ich heiße Baumeister, bin Journalist und habe den Auftrag, ein Interview mit Ihnen zu machen. Es geht um Ihre Lebensgefährtin, die Dame aus Thailand. Ich hielt es für das Beste, gerade auf das Ziel loszugehen und hatte dabei die berechtigte Hoffnung, er werde mich auf zivilisierte Weise zum Teufel schicken und den Hörer einhängen. Stattdessen lud er mich um 8 zum Abendessen ein. Nachdem ich mich um den verschütteten Honig gekümmert hatte, zog ich die Ackerkluft an und begann die Briketts zu stapeln, die natürlich doch zum größten Teil vor der Einfahrt lagen. Das war trostlos. Bis ich mir fest einbildete, es trainiere die Muskeln und mache meine Bauchdecke wieder jugendlich und fest. Ich fühle mich beobachtet. Krümel hatte sich hoch auf einen Stapel Buchenholz gehockt und sah mir zu. So brachten wir den Tag hin, bis ich gegen Abend badete und mich landfein machte. Über Adenau fuhr ich ins Ahrtal ein, dann die endlosen Kurven bis Altena und über die Höhen zum Autobahnkreuz Meckenheim. Es hatte keine Minute aufgehört, in feinen, eindeutig grauen Tropfen zu regnen. Inzwischen schwelgte die Landschaft in Düsternis. Blechschmidt wohnte in einem der modernen Blocks auf den Äckern am Südrand der Stadt.
Er war ein auffallend schlanker Mann, um die 50, und begrüßte mich mit seltsamer Zuvorkommenheit. Setzen Sie sich, wohin Sie wollen. Cognac, Bier, Wein? Ein Wasser bitte. Ich will Ihre Zeit nicht lange beanspruchen. Ich fühle mich sowieso nicht wohl bei diesem Thema. Es scheint doch nicht so recht zu Ihnen zu passen. Ich habe über unsere Pressestelle erfahren, wer Sie sind. Man liebt Sie nicht sonderlich, weil Sie Ihre Ecken und Kanten haben. Aber man nimmt Sie ernst. Wie kommen Sie überhaupt an dieses platte Thema, Herr Baumeister? Weil ich freischaffend bin, weil ich etwas für meine Rente tun muss. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich einfach rausschmeißen würden, anstatt auf meinem im Augenblick eher schwachen Selbstbewusstsein herumzutreten. Darf ich vorher noch eine Pfeife rauchen? Ja, sicher. Sehen Sie, es kursieren wilde Gerüchte über mich und mein Privatleben. Alter Wüstling verlässt Frau und Kinder, holt sich eine Schönheit aus Thailand ins Haus. Er spielt verrückt, trägt hin und wieder sogar Jeans statt Anzug. Ist es das? Nicht ganz. Wenn ich meinen Auftraggeber richtig verstanden habe, soll ich Sie nach Einzelheiten Ihres Sexuallebens fragen und Ihre Lebensgefährtin um ein paar mindestens obszöne Fotos bitten. Weshalb haben Sie mich eingeladen? Um vorzubeugen. Ich weiß, dass irgendwelche Leute aus dem Ministerium an meinem Stuhl sägen. Die sicherste Methode, so jemanden aufs Kreuz zu legen, ist, ihn auf der privaten Ebene zur Strecke zu bringen. Als Sie anriefen, dachte ich, es könnte nicht schaden, Ihnen zu sagen, was wirklich mit meinem Privatleben los ist. Und was ist wirklich damit? Es ist normal, denke ich. Ich bin aus Bremen, wie Sie sicher wissen. Die Ministerin bat mich, hier in Bonn für Sie zu arbeiten. Bereits damals, vor 4 Jahren, habe ich mich von meiner Familie getrennt. Ich kannte die Dame aus Thailand noch gar nicht. Es ist richtig, dass sie meine Lebensgefährtin ist. Es ist nicht richtig, dass ich sie auf einer Reise nach Thailand kennenlernte. Es war in Rom, genauer gesagt in einem Krankenhaus. Sie ist nämlich eine auf Herzfehler spezialisierte Kinderärztin. Sie ist 42 Jahre alt und arbeitet hier an der Uniklinik. Im Moment macht sie für uns das Abendessen. Wollen Sie sie heiraten? Ich suche nach Munition, um die Story zu killen. Das ist der Knackpunkt der Geschichte. Wir sind längst verheiratet. Seit gut einem Jahr. Ich habe Sie eingeladen, um Ihnen das zu sagen. Und damit ist die Geschichte eigentlich keine Geschichte mehr. Nicht wahr? Tja, das war sie wohl nie. Nach dem Essen schwätzten wir noch bis weit nach Mitternacht, ehe ich erleichtert und widerwillig ging. Es regnete noch immer, es war noch immer neblig und Bonn Süd war trostlos. Ich weiß heute nicht mehr, warum ich unbedingt in das Regierungsviertel wollte. Am wahrscheinlichsten ist, dass ich einfach durch die Stadt fahren wollte. Nur schauen, was los ist, um mit vager Befriedigung festzustellen, dass nichts los ist. Ich ging in Richtung Stresemann-Ufer, bog nach rechts auf die Uferstraße ab, kam also am Haus des Bundesrates vorbei. Der Fluss lag dunkel und trist im Nebel wie ein betonierter Wurm. Nichts regte sich. Ich blieb am Ufer stehen, stopfte mir die gebogene Redwood, die so gut unter meinen Schnurrbart passte, und schmauchte vor mich hin. Ich fragte mich erneut, was ich denn hier wollte, als mir die Autos auffielen. Sie hatten allesamt die Scheinwerfer eingeschaltet. Auf 2 von ihnen kreiste das blaue Licht. Sie standen auf dem Parkplatz des Abgeordnetenhauses, des Langen Eugen, wie die Bonner in Anspielung auf den geistigen Vater dieser architektonischen Scheußlichkeit sagen. Man hatte die Wagen so in einen Kreis gefahren, dass ihre Scheinwerfer sich gegenseitig anschielten. Es war ein kleiner Kreis, etwa 20 Meter im Durchmesser. In seiner Mitte lag sehr unordentlich ein Mensch auf dem Bauch, ein Mann. Das Licht reicht mir nicht. Fahr den Mast aus und gib mir Saft von oben. Dass mir keiner an den Knaben geht, bevor wir alles fotografiert haben. Es war so eine schöne, ruhige Nacht, verdammt! Regt euch nicht auf, Jungs. Das ist ein Penner, das sieht man doch. Und ein anderer Penner hat den kalt gemacht, ganz einfach. Wer sind Sie denn? Spaziergänger. Ich komme zufällig vorbei. Könnten Sie dann auch zufällig weitergehen? Das glaube ich nicht, denn zufällig bin ich auch von der Presse. Sag mal, riecht Ihr Pressefritzen jetzt schon unsere Leichen? Er stand plötzlich im Licht. Er hatte ein sehr rotes Gesicht, eine von der Grippe fast violette Nase und trug eine Art Pepita-Hut. Er war ein kleiner, kugeliger Mann. Er kam durch den Kreis auf mich zu und starrte mich aus irritierenden Augen an. Es waren Echsenaugen, schmal und gelb gesprenkelt. Ich gehe wirklich spazieren und
Hier ist mein Presseausweis. Gut, Mann. Ich mache die Mordkommission. Ich brauche wohl nicht erst zu fragen, ob Sie vorher schon hier waren oder vorbeigekommen sind und Ihnen irgendwas aufgefallen ist. Nein. Diese Geschichte hier ist eine kleine, miese, brutale Sache. Und Sie werden sie nicht einmal lokal auswerten können. 10 Zeilen Meldung, mehr nicht. Ich will sie ja gar nicht auswerten. Ich mag Arbeit eigentlich nicht. Aber wer ist der Tote überhaupt? Weiß ich doch nicht. Er sieht jedenfalls aus wie ein Penner. So wie er da auf dem Bauch liegt, haben wir ihn auch gefunden. Jemand hat ihm den Schädel eingeschlagen. Vermutlich mit dem Stein, der daneben liegt. Die Flasche, aus der sie gesoffen haben müssen, liegt auch noch daneben. Der arme Kerl, der hier in einer derart ungemütlichen Nacht wie ein deplatziertes Häufchen Lumpen geendet war, tat mir für einen Moment unendlich leid. Nicht einmal jetzt interessierte sich jemand wirklich für ihn. Er war nur die unwillkommene Unterbrechung eines ungeliebten Bereitschaftsdienstes. Ich lasse die Spurenfritzen erst zu Ende werkeln, dann drehen wir ihn um. Das dauerte noch gute 20 Minuten und ich erfuhr inzwischen von Goodman, dass er böse 56 Jahre alt war, seit 14 Tagen eine schwere Grippe hatte und seit eben diesen 14 Tagen seine Frau kaum gesehen hatte. Alles okay? Kann ich ihn umdrehen? Du lieber Himmel, boah, der stinkt wie eine Fuselfabrik. Sehen Sie? Ein Penner, sagte ich doch. Der Tote hatte einen 3-Tage-Bart und sah ungeheuer friedvoll aus. Er mochte 45 oder 50 Jahre alt geworden sein. Ihr könnt jetzt fotografieren. Wie kommt eigentlich um diese Zeit ein Penner ausgerechnet hierher? Das ist nichts Besonderes. Ein paar von denen ziehen ständig am Rhein entlang. Das sind wahrscheinlich die einzigen Bundesbürger, mit denen unsere Abgeordneten in direkten Kontakt kommen. In Bonn gehen sie in die Tiefgarage, weil das draußen zu kalt ist. Der hier hat es eben nicht mehr bis dahin geschafft. Nach dem kräht garantiert kein Hahn mehr. Sind die eigentlich praktisch, diese kleinen Kameras? Sehr. Alles automatisch. Werden diese Penner registriert? Die sind alle registriert. Wenn nicht bei uns, dann in den Nachbarcomputern. Die Brüder kennen wir. Die machen uns erkennungsdienstlich keine Schwierigkeiten. Kann ich dem jetzt an die Figur, Jungs? Ah, sieh mal an, sogar eine Brieftasche. Noch dazu eine gute aus Leder. Und wer sagt's denn? Der Junge hatte sogar einen Ausweis. Wollen Sie mitschreiben? Dann diktieren Sie mal. Also, der Ausweis scheint in Ordnung. Ausgestellt vor 8 Jahren hier in Bonn. Einmal verlängert. Name Lewandowski. Vorname Alfred. Alter, jetzt 47. Wohnhaft? Wohnhaft ist er nicht, ohne ständigen Wohnsitz. Naja, was Wunder. Sonst ist nichts in der Brieftasche, absolut nichts. Mal sehen, was er noch bei sich hat. Hier in der Hosentasche ist ein Schlüssel. Ein einzelner Schlüssel für ein Sicherheitsschloss. Domschloss. Also Hersteller Dom in Köln. Warte, hier in der linken Hosentasche ist Geld. Moment noch. Ja, Scheine und Münzen. Mann, der Junge war ja reich, richtig reich. Das sind, Moment, 360 Mark und 20 Pfennig. Ich fotografierte den Stein, mit dem irgendein Mensch Lewandowski den Schädel eingeschlagen hatte. Dann noch ein paar Mal sein Gesicht, seine Hände, die Figur total, die Schnapsflasche. Es war Korn. Er hatte bei Aldi 6,20 Mark gekostet. Wie lange werden Sie brauchen, um den Mörder zu finden? Das wird gar kein Mord sein. Wie das? Sehen Sie, diese Leute saufen immer bis zur Bewusstlosigkeit. Und dann passiert so etwas eben. Wahrscheinlich weiß der Täter gar nicht, dass er seinen Kumpel erschlagen hat. Sowas ist Routine, reine Routine. Schreiben Sie was darüber? Nein, wahrscheinlich nicht. Es ist höchstens ein Thema, weil er auf dem Parkplatz der Mächtigen erschlagen wurde. Nein, ich werde wohl nichts schreiben. Hier meine Karte. Rufen Sie mich an, wenn doch irgendwas Außergewöhnliches ist. Ich rufe Sie an, wenn noch etwas Merkwürdiges kommt. Aber rechnen Sie nicht damit. Na, da lauscht mich doch der Affe.
eine Bahnkarte. Und das gleich vom Feinsten. Rückfahrt erster Klasse nach Basel. Nach Basel. Das soll einer verstehen. Nicht benutzt, völlig jungfräulich sozusagen. Ein komischer Penner, nicht wahr? Ich ging direkt zu meinem Wagen. Ich hatte keine Lust mehr, durch das nächtliche Bonn zu flanieren. Unterwegs bemerkte ich den großen Blutfleck an meinem Trenchcoat. Als ich das Gesicht des Toten fotografiert hatte, war ich ihm wohl zu nahe gekommen. Zu Hause lag Krümel auf meinem Kopfkissen. Halt die Schnauze! Schlafen konnte ich nicht. Ich ging hinauf ins Badezimmer und entwickelte den Film. Auf den nassen Abzügen sah Lewandowski aus wie ein Penner und vielleicht war er auch einer. Doch ich zweifelte stark daran, auch wenn ich noch nicht genau bestimmen konnte, warum. Ich vergrößerte ein Stück des Gesichtes heraus, die linke Hälfte vom Kinnbogen bis unter das Auge. Der Bart schien tatsächlich 3 bis 4 Tage alt zu sein, aber die Haut war, trotz der Bartstoppeln, sehr glatt, sehr gepflegt, kleinporig. Das war nicht die Haut eines Mannes, der wie ein Penner lebt. Viel zu glatt, viel zu sanft. Vielleicht war es ein ganz neuer Penner. Es kann ja mal vorkommen im Leben, dass jemand abrutscht, abstürzt, keine Lust mehr hat, plötzlich zum Penner wird. Vielleicht war Lewandowski einer von dieser Sorte. Was meinst du, Katze? Okay, ich werde mir mal die Haare ansehen, ob er sie selbst geschnitten hat oder vielleicht ein Kumpel daran herumsäbeln durfte. Ich vergrößerte also die Haaransätze heraus, an den Schläfen, wo kein Blut und keine Hirnmasse alles verklebt hatte. Trotz Regen und Dreck wurde eines klar. Da war ein Friseur dran gewesen, kein Amateur. Endlich die Hände. Fein nervig, mit langen Fingern und zwar schmutzigen, aber völlig intakten Nägeln. Keine rauen Hautstellen im Winkel zwischen Haut und Nägeln, nicht einmal Schmutz. Dieser Lewandowski war nie im Leben ein Penner. Oder er war erst seit gestern in der Branche. Du könntest mir helfen, Katze, und mir sagen, wer Lewandowski wirklich war, als er noch lebte. Du und deinesgleichen, ihr wart in Ägypten heilig, weil eure Augen aussehen, als leuchte aus ihnen die Weisheit. Also, sag's mir. Denn Gutmann wird es uns nicht sagen. Oder er darf nicht. Aber Krümel half mir nicht. Schließlich legte ich mich auf das Sofa und dachte nach. Um 11 Uhr wurde ich wach, weil das Telefon läutete. Und ich wusste augenblicklich, dass es Gutmann war. Guten Morgen. Ich wollte Ihnen nur schnell mitteilen, dass Sie in der Sache Lewandowski nichts mehr zu erwarten haben. Wir haben den Mörder, oder richtiger, den Totschläger. Die Fahndung hat ihn heute Morgen in der Tiefgarage am Bonner Markt erwischt. Die haben dermaßen gesoffen, dass ihnen der Faden gerissen ist. Ich glaube das sogar, denn er ist eigentlich nicht der Typ, der einem anderen den Schädel einschlägt. Tja, das war's eigentlich schon. Eine Frage, wie viel Alkohol hatte das Opfer im Blut? Ach, genug, genug. Ich wollte Ihnen nur Bescheid geben, dass an der Sache nichts dran ist. Das ist nett von Ihnen. Wenn Sie mal in die Eifel kommen, schauen Sie einfach rein. Hier gibt's noch luftgetrockneten Schinken, der so schmeckt, wie er aussieht, und andere altmodische Dinge. Das mache ich. Was ist mit der Fahrkarte nach Basel? Die hat er entweder gefunden oder geklaut. Na sicher doch. Wenig später schellte es und Opa Fasen stand in der Tür. Er ist 85 und zieht nur noch von Tür zu Tür, um guten Morgen zu sagen und das Leben aufregend zu finden. Junge, ich komme hier vorbei und denke, der Baumeister Sigi macht doch immer so einen prima aufgesetzten aus Schlehen. Und den trägt er nicht mal selber. Komm rein. Ich bin nicht rasiert, nicht gewaschen und nicht angezogen, aber ich denke, mein schöner Geist ist auch genug. Bestimmt. Und es ist so gemütlich bei dir, wenn das Feuer brennt. Hast du genügend Holz und Kohlen? Hab ich. Willst du den Aufgesetzten kalt oder stubenwarm? Stubenwarm ist besser für einen alten Magen. Junge, wenn ich daran denke, wie wir mal im Krieg mit 10 Mann nicht zu fassen hatten, aber 100 Polenkorn.
Da kam der Kommandeur und wunderte sich, dass wir alle besoffen waren. Eine Stunde später war er selber hackevoll und dönte rum. Hitler hätte den Krieg längst verloren. Solche Bemerkungen gingen damals nur besoffen. Das war 1944, als die Amis uns jeden Tag Feuer unterm Hintern machten. Hast du eigentlich irgendwelche Orden mit nach Hause gebracht? Klar, wer hat das nicht? Ich habe meine Metallsammlung 49 gegen 2 Zentner Kartoffeln getauscht. War ein gutes Geschäft damals. Kennst du eigentlich die Methode mit den Tannentrieben? Nein, kenne ich nicht. Also, du nimmst soliden 38-prozentigen und tust so im März, April frische Tannentriebe rein. 3, 4 Stück, nicht mehr. Und weißen Kandis dazu, aber nicht zu viel. 3 Monate später hast du eine feine Sache. Ach so, du trinkst ja gar nicht. Ich kann das aber für dich machen. Du, dein Orden hat mich auf was gebracht. Weißt du noch, wann dieser Nikolaus Bremen in Bonn sein Bundesverdienstkreuz gekriegt hat? Tja, ihr seid ja damals alle mitgefahren. Du hast fotografiert. Muss August gewesen sein. August 87. Wieso meine Orden? Nicht wichtig. War nur so eine Idee. Ich wurde unruhig, aber ich konnte ihn nicht hinauswerfen. Er hätte auch gar nicht begriffen, dass ich zu arbeiten hatte. Eine halbe Stunde später schlurfte er genauso selbstverständlich, wie er gekommen war, wieder davon. Und ich stürzte mich auf mein Tagebuch. Diesmal fand ich sofort, was ich suchte. Am 3. August 1987 waren wir mit 6 Autos aus unserem Dorf nach Bonn gefahren, um dabei zu sein, wie Nikolaus Bremen sein Verdienstkreuz bekam. Der Landwirtschaftsminister wollte es ihm persönlich überreichen. Natürlich, das war es. Nikolaus hatte mich gebeten zu fotografieren und Wilhelm, sein Sohn, hatte die ganze Sache auf Band aufgenommen. Ich rief ihn an. Langsam erwachte in mir das Jagdfieber. Bitte? Wilhelm, Siggi hier. Du hast doch damals, als wir wegen des Verdienstkreuzes in Bonn waren, die Rede aufgenommen und alles, was der Minister sonst noch gesagt hat. Hast du das Band noch? Sein Vater hatte es und Wilhelm versprach, es gleich vorbeizubringen. Die Filme, die ich damals aufgenommen hatte, lagen noch in meinem Archiv. Die farbigen waren damals entwickelt worden, die schwarz-weißen nicht. Nach einer Stunde hatte ich die wichtigsten Negative entwickelt und kopiert. Wilhelm kam mit dem Tonband und nach einem schnellen Aufgesetzten verschwand er wieder. Und nun komme ich zu meinem Jugendfreund Franz Xaver Rallinger aus dem Berchtesgadener Land. Dir, lieber Franzl. Ich erinnerte mich jetzt, dass sehr viele Fotografen da gewesen waren oder jedenfalls viele Menschen mit Fotoapparaten. Und immer hatte dieser Mann krampfhaft versucht, all den Linsen auszuweichen. Das war mir aufgefallen, weil es mir ziemlich theatralisch vorgekommen war und ich hatte mir die Mühe gemacht, ihn ein paar Mal sehr schön zu treffen. Es war eindeutig der Tote aus Bonn. Es war nicht schwierig, auf dem Band die entsprechende Stelle zu finden. Und nun zu Ihnen, Herr Dr. Steiner. Ich darf Ihnen stellvertretend diese hohe Ehrung seitens der Bundesregierung zuteilwerden lassen. Baumeister hier. Sie haben auf mich eigentlich nicht den Eindruck eines berufsmäßigen Lügners gemacht, aber ich möchte schon wissen, warum Sie mich beschissen haben. Ich habe es fast erwartet, aber ich wüsste trotzdem gern, wie Sie darauf gekommen sind. Es sei denn... Es sei denn was? Naja, es sei denn, dass Sie heute Nacht doch nicht so zufällig am Langen Eugen aufgekreuzt sind. Es war Zufall. Mein Ehrenwort gebe ich in diesem, unserem Lande allerdings nicht mehr. Und haben Sie auch schon einen Namen für Herrn Lewandowski? Steiner, Dr. Steiner. Und was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Also, zumindest weiß ich nicht, was Sie machen. Ich mache nichts. Ich kann nichts mehr machen. Auf jeden Fall will ich mit Ihnen sprechen. Wann kann ich also zu Ihnen kommen? Sie zu mir? Überhaupt nicht. Das Ding ist zu heiß. Dann treffen wir uns auf neutralem Boden. Ich habe nämlich eine ganze Menge Fragen. Aber ich weiß kaum etwas. So gut wie nichts. Vergessen Sie es doch einfach. Gut, Mann, Sie machen mich krank. Wo treffen wir uns?
Kann ich heute zu Ihnen rauskommen? Gut, heute Abend um 9. Und bringen Sie Ihre Unterlagen mit. Es gibt keine Unterlagen. Und der Penner, der Lewandowski erschlagen hat? Den gibt es auch nicht. Als ich nach dem Gespräch nachdenklich aus dem Fenster sah, überkam mich eine fast euphorische Stimmung. Kein Nebel mehr, kein Regen. Stattdessen fiel sanft und nachdrücklich der erste richtige Schnee dieses Winters. Es war wie ein Wunder. Krümel, hör zu. Wir können endlich das Vogelfutter raustragen. Alle werden sie kommen. Die Meisen und Buchfinken und Spatzen und Dompfaffen und Hänflinge und Amseln und Stare. Stare? Sind das nicht Zugvögel? Naja, ist egal. Hörst du, es fällt Schnee. Später dann spaltete ich 2 Stunden Anmachholz, ging mit Krümel durch den Schnee im Garten und beschloss, im Frühjahr eine Birke an die östliche Begrenzungsmauer zu setzen. Es wurde rasch dunkel, aus Nordwesten kam ein scharfer, kalter Wind. Das Feuer im Kamin ließ die Schatten tanzen. Der Mann mit den Echsenaugen war pünktlich und ersparte mir jeden Smalltalk. Er kam aus der Nacht und hockte sich vor den Kamin. Schön haben Sie es hier. Tja, ich bin schnell vorbeigekommen, um mir Ihr Versprechen zu holen, dass Sie sich nicht mehr um diesen toten Lewandowski kümmern. Weshalb soll ich mich nicht mehr darum kümmern? Weil die Bundesanwaltschaft Sie herzlich darum bittet. Es geht gar nicht um diesen Toten, es geht nicht um mich oder um Belange der Mordkommission. Es geht um Sie. Sie sollen zu Ihrer eigenen Sicherheit die Hände davon lassen. Langsam, langsam. Können wir uns zunächst auf eine Sprachregelung einigen? Wie nennen wir ihn? Lewandowski? Dr. Steiner? Ist mir wurscht. Wenn ich an ihn denke, nenne ich ihn Lewandowski. Obwohl er im Computer plötzlich Breuer hieß. Also auch noch Breuer. Wie heißt er wirklich? Hat also die Bundesanwaltschaft Sie zu mir geschickt? Ja, so ähnlich. Sie sollen die Hände rausnehmen. Sofort und ganz und basta. Was geschieht denn Ihrer Meinung nach, wenn ich trotzdem recherchiere? Ich weiß nicht genug, um Prophet zu sein. Ich vermute, dass Sie dann echte Schwierigkeiten bekommen. Es wird Ihnen sowieso niemand Auskunft geben. Und wer kann, wird auf Ihnen herumtrampeln. Das klingt ganz wie eine Sache nach meinem Herzen. Ach, lassen Sie doch die Arie mit dem Heldentenor. Gut, Herr Schnaps. Steigen Sie aus und Schluss. Wer war Lewandowski wirklich? Ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Wieso Dr. Steiner? Ich gab ihm die Fotos und berichtete ausführlich von der Ordensverleihung und wie sehr dieser Tote sich bemüht hatte, nicht fotografiert zu werden. Scheiße, scheiße. Sie haben alle Fehler und meistens ist es die Eitelkeit. Was heißt das? Vergessen Sie es. Erzählen Sie mir erstmal den Teil, den Sie erzählen dürfen. Deshalb bin ich ja hier. Der Generalbundesanwalt rechnet fest mit Ihrer Hilfe. Er geht davon aus, wenn Sie darum gebeten werden, dann werden Sie vermutlich nicht weiter recherchieren. So denken sich das jedenfalls die Herren von der Bundesanwaltschaft. Ich denke allerdings, dass die hohen Herren sich die Dinge so zurechtlegen, wie sie es gerne hätten. Und wenn ich Sie einschätze, werden Sie nicht nur loslegen, sondern jetzt erst richtig Dampf machen. Er machte eine lange Pause und schlürfte genießerisch an dem Kräuterschnaps. Also, wir finden den toten Lewandowski und Sie stoßen dazu. Gewöhnlich gehen wir dann bei unseren Computern hausieren, um zu sehen, was die anzubieten haben. Bei Lewandowski spuckte der Computer die kürzeste Auskunft aus, die Sie sich vorstellen können. C16, nur ein C16. Das heißt, ich muss augenblicklich die Bundesanwaltschaft verständigen, kriege den Fall mit sofortiger Wirkung abgenommen, muss die Akte abliefern und kann alles vergessen, was ich bis zu diesem Zeitpunkt weiß oder ermitteln konnte. Was bedeutet der Code C16 genau? Das ist doch wurscht, was er bedeutet. Das spielt doch gar keine Rolle. Ich muss einen Aktenvermerk machen, einen peinlich genauen Aktenvermerk. Ich musste natürlich auch erwähnen, dass Sie zufällig des Weges kamen, dass wir miteinander gesprochen haben und über was wir sprachen. Ich habe auch vermerkt, dass ich Sie bitten werde, zu schweigen und nicht zu recherchieren.
Krümel kam hereinspaziert und schnupperte desinteressiert an Gutmanns Hosenbeinen. Plötzlich sprang sie auf seinen Schoß, leckte über seinen linken Handrücken, biss einmal kräftig hinein und verschwand dann wie der Blitz unter dem Schreibtisch. Sie mag sie. Das war ein Testbiss. Ein Liebesbiss. Sie heißt Krümel und sie ist schwanger. Oh, hallo, junge Frau. Hören Sie, ich bin wirklich hierher gekommen, um Sie im Namen der Bundesanwaltschaft darum zu bitten, die Sache nicht zu verfolgen. Ich weiß nichts über Lewandowski, außer natürlich, dass er ein C-16 ist. Was einfach besagt, dass er alles andere als ein Penner war. Aber das wissen Sie ja ohnehin, nachdem Sie ihn als Dr. Steiner bei einer Ordensverleihung fotografiert haben. Wieso taucht der Name Breuer im Computer auf? Breuer ist ein Schlüsselwort und rein technisch zu verstehen. Irgendwelche Leute haben sich darauf geeinigt, dass alles, was zu den Namen Lewandowski oder Dr. Steiner an Fakten auftaucht, unter der Bezeichnung Breuer im Computer archiviert wird. Breuer kann also sein tatsächlicher Name sein, der Name eines Vorgesetzten, eines Amtes oder auch bloß der Name eines Falles, in dem dieser Mann eine Rolle spielte. Ich weiß es nicht. Haben Sie dieses C-16 eigentlich oft? Das war eine Premiere für mich. Ich mag zwar auf dem Land leben, aber wie solche Computer funktionieren, weiß ich ziemlich genau. Irgendwie muss Ihnen der Computer doch verraten, was C-16 bedeutet. Warum weichen Sie aus? C-16 bedeutet, dass Lewandowski ein Mann ist, der für diesen Staat im Einsatz war, als er starb. So etwas wie ein Staatsschützer? Mhm, kann man sagen. Ein Spion vielleicht, ein Agent. Das gefällt dem Journalisten. Ein Agent, na prima. Lewandowski kann alles Mögliche gewesen sein. BND, Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, Zollfahnder, Finanzfahnder, was weiß ich. Das weiß nur die Bundesanwaltschaft und die wird kein Wort sagen, kein Sterbenswort. Aber das erklärt wenigstens die Bundesbahnfahrkarte nach Basel. Ist das nicht ungewöhnlich? Ein Staatsagent als Penner? Diese Geheimdienstjungs lassen nichts aus. Angeblich hat im Sommer ein Verfassungsschützer eine Demonstration in Bonn als wandelnde Lokusbude unterlaufen. Aber das ist wohl üble Nachrede. Was geschieht, wenn ich trotz allem recherchiere? Dann wird es unerfreulich. Ach, kennen Sie eigentlich Metzger? Willi Metzger? Nein. Müsste ich? Ein Kollege von Ihnen. Kenn ich nicht. Naja, ist auch egal. Tja, ich muss wohl los. Ich muss noch einmal wiederholen, dass ich nicht aufgrund eines einsamen Entschlusses hier bin. Dass Sie Willi Metzger nicht kennen, ist wirklich erstaunlich. Dieser Lewandowski-Fall hat Sie ganz schön mehr Schucke gemacht, was? Er nickte knapp, schlurfte hinaus auf den Flur und stapfte dann vor mir her aus dem Haus. Ohne zurückzuschauen, hob er grüßend die Hand und fuhr mit seinem kleinen schwarzen Wagen los. Ich kann nicht ernsthaft glauben, dass ich mich da raushalte. So dumm kann er nicht sein. Nein, so dumm ist er auch nicht. Wahrscheinlich erwartet er sogar, dass ich recherchiere. Dann sah ich die Eintragung in meinem Kalender. Elsa kommt, stand da. Oh nein. Und ich konnte sie jetzt nicht mehr anrufen, mitten in der Nacht. Und für meine kleinen Sorgen würde sie sowieso kaum Verständnis haben. Ja, Baumeister? Was ist los? Scheiße. So wie ich war, rannte ich in die Garage, sprang in den Wagen und fuhr los. Es hatte ihn in einer sanften Rechtskurve erwischt. Er war offensichtlich ohne jede Reaktion einfach geradeaus in die Kiefern gerast. Wenn in der Eifel nachts ein Unglück geschieht, kommen die Zuschauer angefahren und lassen ihre Scheinwerfer mitleidslos auf die Szenerie knallen. Da hier immer irgendjemand CB-Funk im Wagen hat, werden es sehr schnell sehr viele Zuschauer. Es waren sicher 20 Autos da und sie machten aus dem Unglücksort eine traurige Bühne. Er ist tot. Der muss wie ein Wahnsinniger gefahren sein. Du kannst auf der Straße nicht die Spur von Bremsen sehen. Nicht die Spur.
Als ich den Schrotthaufen gesehen habe, da dachte ich zuerst an diesen Journalisten, diesen Baumeister. Der hat doch auch so ein Auto. Gutmann war also tot. Sein Wagen musste wie ein Geschoss zwischen die beiden eng stehenden, stämmigen Kiefern gefegt sein. Er hatte sich hochgestellt, dann überschlagen und war auf dem Dach über zwei Wacholderbäume hinweggerast und in die Kieferngruppe geschleudert. Das Wrack war ein einziger Klumpen Blech. Ein Wahnsinn. Der Mann ist bei der Bonner Kripo. Ich möchte wissen, was der überhaupt hier wollte. Und wo kommen Sie her? Unser Bürgermeister hat mich angerufen. Wieso sieht man keine Bremsspuren? Das wissen wir noch nicht. Seit einer halben Stunde frage ich mich, wieso der Mann nicht mal versucht hat zu bremsen. Die Kurve ist doch nicht zu übersehen. Reifen geplatzt? Kann nicht sein. Die sind in Ordnung. Ein Wahnsinniger oder ein Selbstmörder? Rolf Schmitz, der Polizist, fuhr mit dem spitzen Ende eines Stockes fast spielerisch durch ein kreisrundes Loch in der Windschutzscheibe des Peugeots, die wie ein Fremdkörper gut 10 Meter vom Wagen entfernt fast unversehrt im tiefen Schnee lag. Geistesabwesend zog er den Stock wieder heraus und versenkte ihn in einem zweiten Loch. Insgesamt waren es 4, ziemlich dicht beieinander und alle auf der Fahrerseite. Oh, verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. Hey, Chef, komm mal her. Komm mal ganz schnell hierher. Ich drehte mich um und schlich zu meinem Auto. Es fing wieder sanft zu schneien an. Ich versuchte mir vorzustellen, was irgendwelche Menschen hatten tun müssen, um Gutmann auf diese Weise erledigen zu können. Ich wollte den Punkt ausfindig machen, an dem sie gestanden haben mussten, wer immer sie auch gewesen sein mochten. Links kamen die Spitzen der Kiefern in mein Blickfeld, in die Gutmann gerast war. Rechts von der Straße stand eine sehr hohe, dichte Baumgruppe aus 6 oder 8 Wacholderstämmen. Ich stoppte und stieg aus. Hinter den Stämmen im Windschatten waren Reifenspuren. In einer halben Stunde würden sie nicht mehr zu sehen sein. Haben Sie noch was gefunden? Das ist ja wirklich sonderbar mit den Löchern in der Scheibe. Vielleicht haben die gewildert. Klar, die haben gewildert. Die hatten was vor der Flinte. Rehe oder so. Und irgendwie kam der Peugeot dazwischen. Wir haben nicht gewildert. Nicht bei diesen Einschusslöchern. Das muss ja eine Elefantenbüchse gewesen sein oder eine Flak oder was weiß ich. Keine Wilderer. Chef, komm mal her! Das müssen wir absperren hier! Das gehört sofort abgesperrt! Scheiße, der Schnee, das schneit ja alles zu! Chef! Ich ging zu meinem Wagen und fuhr heim. Sie waren zu zweit und hinter ihnen hatten sich 2 uniformierte Polizisten aufgebaut. Einer von ihnen war Schmitz. Wir danken Ihnen, dass Sie uns empfangen. Mein Name ist Beck. Meine Behörde, nun, die kennen Sie ja. Darf ich Sie nun bitten zu berichten? Bitten dürfen Sie zweifellos, aber ich werde nicht berichten. Worüber auch? Sehen Sie, Gutmann hat mir eindeutig erklärt, dass es sich um eine höchst geheime Staatssache handelt. Dann ist er plötzlich tot und Sie schneiden hier mit Polizeischutz herein, nennen sich Beck und Compagnon und verlangen, dass ich berichte. Was wollen Sie also, Herr Baumeister? Ich möchte zunächst Ihre Dienstausweise sehen und dann können Sie mir konkrete Fragen stellen. Ich liefere Ihnen keine Geschichte, frei Haus. Ich habe nämlich gar keine Geschichte. Wir können Sie auch verhaften, Baumeister. Dazu haben Sie kein Recht. Und ganz nebenbei, falls ich in 2 Stunden nicht hier an diesem Telefon erreichbar bin, setzt mein Anwalt Himmel und Hölle in Bewegung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ihrer vorgesetzten Behörde recht ist, bei so einem sensiblen Fall. Oder dem Minister im Bundeskanzleramt, dem Innenminister und dem Innenausschuss des Bundestages. Das käme nämlich schriftlich zu Ihnen, mit Kopie an alle Presseagenturen und Korrespondenten in Bonn. Das schreckt uns wenig. Erst die Papiere, dann können Sie fragen. Die Papiere schienen mir echt zu sein und laut Ausweis hieß Beck tatsächlich Beck und war ermittelnder Staatsanwalt bei der Bundesanwaltschaft. Es geht also um Herrn Lewandowski, den Mann, den Sie tot gesehen haben. Ja, ich weiß. Lewandowski oder Breuer, wie er in Ihrem Computer heißt. Was hat Ihnen Gutmann gesagt? Nichts. Er hat mich in Ihrem Namen gebeten, mich da rauszuhalten und nicht zu recherchieren. Er hat gesagt, der Tote sei ein C-16-Fall, der das Staatsinteresse berühre. Und das war's auch schon. Und Sie wissen nichts? Absolut nichts. Würden Sie diese Aussage vor einem Bundesermittlungsrichter wiederholen? Selbstverständlich. Sie können mich jederzeit vorladen. Das werden wir tun.
Nun, dann können wir wohl gehen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und verlassen uns darauf, dass Sie nicht recherchieren. Ich verzichte für das Vaterland. Es ist Ihnen untersagt, sich aus dem Dorf zu entfernen, Ferienreisen zu unternehmen oder die Grenzen der Bundesrepublik zu überschreiten. Mann, das geht nicht. Das Dorf hier hat auch nicht mal einen Lebensmittelhändler. Selbstverständlich dürfen Sie sich Kartoffeln kaufen. Um Gottes Willen, wir sind doch nicht pingelig. Danke. Nach einigen Stunden Schlaf erwachte ich, als es erst schellte und dann jemand wie wild gegen die Haustür schlug und musste mich zerschlagen und ohne Brille nur im Bademantel die Treppe hinuntertasten. Oh Gott! Eigentlich bin ich hier, um zu arbeiten. Ich glaube, ich mache dir erst mal einen Kaffee, ja? Das ist sehr gütig. Ich gehe wohl besser mal duschen. Kennen Sie eigentlich Metzger? Will Metzger? Kaffee ist fertig. Tut mir leid, ich muss geschlafen haben wie ein Toter. Der Kaffee steht vor dem Kamin. Du musst Holz nachlegen. Ich setzte mich an den Kamin und sah sie über meine Kaffeetasse hinweg an. Sie gehörte zu den Frauen, die ganz wortlos deutlich machen, dass sie zum Leben keinerlei Hilfestellung brauchen. Sag mal, du bist nervös, nicht wahr? Ein bisschen. Erzähl mir davon. Da ist heute Nacht ein Mann erschossen worden, hier ganz in der Nähe. Der Mann kam von mir. Er war Chef der Mordkommission in Bonn. Er fuhr einen kleinen Peugeot GTI und ich frage mich... Das hast du doch alles geträumt. Nein, 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 das stimmt schon so. Er fuhr den gleichen Wagen wie ich und ich frage mich, ob die vielleicht gedacht haben... Du meinst, die wollten dich? Das kann schon sein. Es ist unwahrscheinlich, aber es kann sein. Naja, ist ja nicht dein Bier. Hör mal, nun red bloß nicht solchen Scheiß. Was ist das für eine Geschichte? Ich bringe dein Gepäck ins Gästezimmer. Dann gehen wir ein paar Schritte und ich erzähle dir die Geschichte, ja? Du musst aber nicht. Nein, nein, das mache ich ganz freiwillig. Es ist sicher gut, diese Geschichte selbst zu hören und zu überlegen, was dran ist. Ich würde dir raten, die Geschichte nicht zu machen. Aber die Chefredaktion wird dir natürlich sagen, dass sie jeden Preis zahlt, wenn die Geschichte gut ist. Als ich das erste Mal daran dachte, in den Journalismus zu gehen, habe ich von solchen Geschichten geträumt. Später kriegte ich nie eine Chance, so etwas zu recherchieren. Immer drängten sich irgendwelche Machos vor. Heute bin ich froh, solche Geschichten nicht am Hals zu haben. Das glaube ich dir nicht. Doch, doch, glaub mir ruhig. Was wirst du tun? Ich muss zuallererst herausfinden, wer Willi Metzger ist. Und du wirst Lewandowskis Mörder jagen, nicht wahr? Ja. Ich rief Kossmann von der DPA in Bonn an, mit dem ich einmal zusammen in Israel gewesen war. Durch ihn erfuhr ich, dass Metzger tot war, überfahren. Ohne Umschweife verband er mich mit Metzgers Freundin, Claudia Groß, die bei der DPA als Sekretärin arbeitete. Ja, Groß hier. Ich heiße Sigi Baumeister, ich bin Journalist und ich würde Sie gern treffen. Es geht wohl um Willi, um mein... Ja. Das wurde aber auch Zeit, dass sich mal jemand darum kümmert. Aber ich weiß noch nichts. Wann können wir uns sehen? Morgen Nachmittag um 5, bei mir in Wesseling. Sie gab mir die Adresse und ich bedankte mich. Oh. Ja, Baumeister hier? Hier spricht Schmitz, Herr Baumeister. Entschuldigung, dass ich störe. Der Polizeibeamte Rolf Schmitz, wissen Sie? Der von dem Autounfall heute Nacht. Ja, ja, ich weiß schon. Was kann ich für Sie tun? Schmitz erzählte mir, dass die Ermittlungen im Fall Gutmann bundesstaatsanwaltlich gestoppt worden waren, was ihn und die Kollegen auf dem Revier ziemlich auf die Palme brachte. Ein paar wertvolle Infos konnte er mir dennoch geben. Das Kaliber, Herr Schmitz? Also, das haben wir auch noch mitgekriegt, ehe Sie uns verscheucht haben. Es war eine Uzi, eine besonders handliche Maschinenpistole. Komische Waffe für Wilderer. Und was ist mit den Reifenspuren rechts von der Straße? Mitsubishi Pajero, Fabrik neu. Kann aber sein, dass die Reifen auf einen Mercedes-Geländewagen montiert waren. Sie sind ein Ass. Das mit der Maschinenpistole kommt mir merkwürdig vor. Uns auch. Obwohl wir ja nichts mehr damit zu tun haben. Jedes Kind weiß ja, dass eine Uzi eine sehr kurze, harte Waffe ist. Streut wie eine Gießkanne.
genau schießen kann man damit gar nicht. Ist denn etwas über den Abstand gesagt worden, den der Schütze vom Opfer hatte? Kein Wort. Aber selbst auf eine kurze Distanz, 20 Meter oder so, müsste der Schütze besser gewesen sein als unser Schützenkönig. Und er muss Übung haben. Die Waffe hat einen irren Rückschlag. Vielleicht war das ja auch eine Spezialanfertigung. Aber das wissen wir nicht. Naja, wenn Sie vielleicht doch drüber schreiben, können wir uns ja mal treffen. Das machen wir. Und vielen Dank. Gutmann ist von einem Profi erledigt worden. Zumindest sieht es so aus. Gibt es so etwas bei uns wirklich? Profis im Töten? Selbstverständlich. Das internationale Rauschgiftgeschäft zum Beispiel kann ohne Killer nirgends arbeiten. Mal abgesehen davon, dass eigentlich schon jeder Soldat so ein Profi ist. Am nächsten Tag fuhr ich zu Metzgers Freundin. Elsa begleitete mich. Wir fanden das Haus ohne Schwierigkeiten. Es hatte eine hässliche Eternitfassade, war aber ordentlich und gepflegt. Claudia Groß öffnete gleich nach dem ersten Schellen. Sie war eine kleine, blonde, etwas rundliche Frau mit einem vollen, normalerweise vermutlich ungemein gutmütig wirkenden Gesicht. Jetzt aber blickte sie uns misstrauisch an, so als wären wir die ersten Menschen, die ihr nach langer Zeit begegneten. Sie mochte etwa 35 Jahre alt sein. Wie sind Sie auf Willi gestoßen? Durch Zufall. Da ist in der Eifel ein Kripo-Beamter tödlich verunglückt. Er kam von mir und war auf dem Weg nach Bonn. Bei unserem Gespräch fragte er mich ohne jeden ersichtlichen Grund, ob ich ihren Lebensgefährten kannte. Ich kann nur annehmen, dass er diese Frage absichtlich gestellt hat. Dann war es also Gutmann. Ja, das war er. Das Beste ist wohl, ich erzähle von Willi. Sie müssen wissen, dass er Alkoholiker war. Er hatte die Familie verloren und den Job und so weiter und so weiter. Man kennt das ja. Irgendwann hat er es dann aber gepackt. Mit Hilfe der anonymen Alkoholiker in Köln. Vor 3 Jahren haben wir uns kennengelernt und es hat sofort gefunkt. Ich habe mich voller Überzeugung für ihn eingesetzt und unser Chefredakteur gab ihm eine Chance. Sehr anständig von ihm. Willi war ziemlich schnell einer der besten und zuverlässigsten. Er hatte nur eine Marotte. Agenten und Spione. Wenn Sie sein Zimmer sehen, jede Menge Fachliteratur. Von CIA bis KGB. Schrecklich. Aber eins musste man ihm lassen. Er verstand wirklich was davon. Wenn es tatsächlich einen konkreten Spionagefall gab, dann waren seine Beiträge immer die besten. Naja, dann so gegen Mitte des vergangenen Jahres hatte sich irgendwas geändert. Er war immer noch bei den anonymen Alkoholikern, leistete immer noch Hilfe für andere Süchtige. Aber keine Agenten und Spione mehr. Da war er plötzlich ganz still. Erzählen Sie bitte mehr. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es war, als hätte er irgendetwas erlebt oder gesehen, was ihn zutiefst erschreckt hat. Haben Sie ihn denn nicht danach gefragt? Sie haben doch mit ihm gelebt. Er sagte, hab noch etwas Geduld, dann erzähle ich es dir. Auf jeden Fall bot er plötzlich meinem Chef keine Spionagegeschichten mehr an. Zu Hause grub er sich in seinem Arbeitszimmer ein und las und notierte. Also schrieb er Manuskripte? Nein, das war ja das Komische. Ich bat ihn immer wieder, er solle mich doch mal etwas lesen lassen. Dann antwortete er regelmäßig, da gibt es nichts zu lesen. Das schreibe ich erst auf, wenn ich alle Beweise habe. Dann druckt mich der Spiegel in Fortsetzungen. Ich habe ihm geglaubt. Das verstehe ich. Mitte Oktober 1989 gab es dann zwischen uns eine kurze Unstimmigkeit. Wir hatten jeder ein Konto bei derselben Bank. Eines Tages gab mir die Angestellte, die mich kannte, Auszüge für Willi mit, die ein völlig neues Konto betrafen. Es war ein Darlehenskonto. Wie sich herausstellte, hatte er bei der Bank 10.000 Mark aufgenommen. Er hatte sich das Geld in bar auszahlen lassen und für irgendetwas ausgegeben, das mit der geheimnisvollen Geschichte zusammenhing, die er recherchierte. Interessant. Ich schrie ihn richtig an. Ich war wütend und fühlte mich übergangen. Er blieb ganz ruhig und sagte, das Geld würde er 100-fach wieder reinkriegen. Er habe es gebraucht, um Informationen zu kaufen. Später habe ich mich dann entschuldigt und wir haben uns wieder vertragen. Damals sagte er mir, er wollte mich zu meinem eigenen Schutz nicht in die Sache mit reinziehen. Wie kam denn nun Gutmann ins Spiel? Das war auch im Oktober 1989. Der 29. Oktober, ein Donnerstag. Willi brachte Gutmann mit,
Sie gingen rauf in Willis Zimmer. 2 Stunden hörte ich nichts. Dann wurden sie ganz laut und aufgeregt. Einmal kam Gutmann raus, um zur Toilette zu gehen. Dabei sagte er wörtlich, wenn wir das haben, wackelt die Regierung, dann wackelt ganz Bonn. Haben Sie sonst noch etwas hören können? Willi sagte mir hinterher, er wäre fast so weit. Bald würde er anfangen zu schreiben. Und ich wäre die Erste, die es lesen dürfte. Von da an arbeitete er wirklich in jeder freien Minute da oben in seinem Arbeitszimmer. Tja, und dann weiß ich nur, was am Abend des 28. November geschah. Das war ein Samstag. Tut mir leid. Aber ich werde einfach nicht damit fertig. Verdammt, verdammt. Ich schwieg hilflos. Dann stand Elsa auf und nahm sie in die Arme. 5 Minuten lang war es sehr still. Nach Mitternacht ging das Telefon. Es war Gutmann. Das konnte ich hören. Willi sagte mehrmals hintereinander, das darf doch gar nicht wahr sein. Dann verabredete er sich mit Gutmann für den nächsten Tag um 3 im Polizeipräsidium in Bonn. Später ging das Telefon wieder. Gutmann? Diesmal sagte Willi nichts. Er blieb die ganze Zeit stumm. Dann sagte er drohend einen einzigen Satz. Dass mir das kein Kick-Eck ist. Ich habe das Wort nicht genau verstanden. Kick-Kick oder Kick-Eck, ich weiß es nicht. Ich habe es so jedenfalls ins Tagebuch eingetragen. Er sagte zu mir, ich muss noch mal eben weg. Und er war sehr aufgeregt. Dann stieg er in sein Auto und war verschwunden. Tja, das war's dann. Sie stand auf, sah eine Weile aus dem Fenster auf die Straße und schlurfte wie unter einer schweren Last zurück zu ihrem Sessel. Das war es natürlich noch nicht. Um 3 Uhr nachts rief die Polizei an und fragte mich, ob hier ein Willi Metzger wohnte. Dann wollten sie wissen, wer ich sei, und sie würden gleich vorbeikommen. Man hätte ihn gar nicht weit von hier gefunden und ich müsste ihn identifizieren. Sollen wir eine Pause? Nein, nein. Sie nahmen mich mit ins Krankenhaus und da lag er und war tot. Ich habe bei der Polizei irgendetwas unterzeichnet, was weiß ich bis heute nicht. Die Polizisten wollten mich nach Hause bringen und ich sagte, Moment mal, wo ist denn sein Auto? Da fragten die mich, wie bitte? Wieso denn sein Auto? Er hatte doch gar kein Auto. Ich dachte, ich drehe durch. Natürlich war er mit dem Auto unterwegs, sagte ich. Das ist aber komisch, meinten sie. Herr Metzger ist als Fußgänger auf der Verbindung zwischen den Autobahnen Köln-Bonn und Köln-Euskirchen angefahren worden. Wirklich seltsam. Sie haben mich dann nach Hause gebracht. Ganz früh am Sonntagmorgen habe ich mir dann ein Taxi bestellt, weil ich nicht in der Lage war, mein Auto zu fahren. Ich habe den Fahrer durch jede kleine Nebenstraße hier fahren lassen. Wir haben Willis Auto dann auch gefunden. Wo? Er parkte ordnungsgemäß in der Bergerstraße in Berzdorf. Gar nicht weit von hier. Ich hatte den Zweitschlüssel und brachte den Wagen irgendwie nach Hause. Ich war fertig. Vollkommen fertig. Und dann meldete ich mich erstmal krank. Am Donnerstag danach war die Beerdigung. Alle Kollegen kamen, die ganze Redaktion. Gutmann kam übrigens auch. Ich hatte gehofft, er würde mir etwas sagen, aber er sagte gar nichts. Er sah mich nur an, gab mir die Hand, schüttelte den Kopf und heulte. Ja, richtig geheult hat er, aber gesagt hat er kein Wort. Gutmann. Der Gutmann mit den Echsenaugen, den ich gekannt hatte, der sollte auf einer Beerdigung geheult haben? Wie tief hatte er in der Sache gesteckt? Einen Tag später wurde ich aufs Revier bestellt. Der Beamte war sehr freundlich und gab mir alles, was sie bei Willi gefunden hatten. Die Geldbörse, die Papiere und so weiter. Er sagte mir, sie hätten keinen Schimmer, wer Willi umgefahren haben könnte. Und sie hätten auch keine Ahnung, wieso Willi als Fußgänger auf dieser Schnellstraße gewesen wäre. Häuser gibt es da nicht. Nur freies Feld. Eigenartig.
Vielleicht sollte man mal dahin. Aber dann kam es. Der Beamte sagte, die Blutprobe hätte glatte 3 Promille ergeben. Das sei eindeutig. Ich sagte, er müsse sich irren. Ich schrie ihn richtig an. Aber er konnte ja nichts dafür. Ich bin dann weggelaufen. Und Sie sind ganz sicher, dass Willi nicht getrunken hat? Er war ruhig und voller Selbstvertrauen. Und seine Geschichte war fertig. Verdammt nochmal. Und abgesehen davon hat hier um diese Zeit überhaupt keine Kneipe mehr auf. Dann 3 Promille? Das sind vielleicht 30 Schnäpse oder 30 Glas Bier. Aber wenn Sie ihn umbringen wollten, dann war das der einfachste Weg. Sie brauchten ihm nur den Alkohol in den Körper zu spritzen. So einfach ist das nicht. Wenn das so passiert sein sollte, dann müssen Sie es getan haben, als er noch lebte. Denn sonst wird der Alkohol nicht mehr durch den Körper transportiert. Dieses Gerät ist ja furchtbar. Können wir Willis Zimmer mal sehen? Sicher. Das Zimmer unter der Dachschräge war klein, hell und freundlich. Ein kleines Wandregal, vollgepackt mit Büchern, auf der Erde Bücherstapel, alles in allem sicher gut 300 Titel. Es war alles vorhanden, von Exners Kriminalbiologie über Barons KGB bis hin zu Power CIA. Es fehlte wirklich nichts. Statt an einem Schreibtisch hatte Willi Metzger an einem riesigen Tapeziertisch gearbeitet, aber der war so gut wie leer. Und er hat wirklich kein Manuskript geschrieben? Kein Manuskript. Er sagte, er hätte jede Zeile im Kopf. Das Beste wird sein, wenn Sie hier abschließen und nichts verändern. Und lassen Sie niemanden rein. Wollen Sie denn weiter recherchieren? Wir stochern erst mal so herum. Mal sehen, ob wir etwas finden. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Und was machen wir jetzt? Erst muss ich dich nach Hause bringen. Ich suche mir ein Bett in Bonn und versuche, an die Frau von Gutmann heranzukommen. Die will ich auch kennenlernen. Ich komme mit nach Bonn. Du bist eingestiegen, nicht wahr? Natürlich. Du kannst ruhig ein Doppelzimmer nehmen. Ich fühle mich nicht bedroht. Wir entschieden uns für eine bescheidene Pension im Bonner Rosental, im ersten Stock eines ehemals glanzvollen Bürgerhauses. Der typische Schlafplatz für müde Handelsvertreter. Im Zimmer rief ich sofort bei Gutmanns an. Ja, bitte? Hier, Baumeister. Ihr Mann hat meinen Namen vielleicht erwähnt. Kann ich Sie besuchen? Es wäre wirklich wichtig. Die Kinder sind da. Könnt ihr mich mal einen Moment allein lassen? Wann wollen Sie denn kommen? Es tut mir sehr leid, das mit dem Unfall. Ich mochte Ihren Mann wirklich. Jetzt reden Sie auch schon von einem Unfall. Mit mir müssen Sie nicht so reden. Wenn Sie um Mitternacht kommen könnten, dann werden meine Söhne betrunken sein und meine Tochter wird schlafen oder weinen oder was weiß ich. Ja, natürlich. Was machen wir jetzt? Die Gutmann will uns erst um Mitternacht sehen. Sie glaubt auch nicht an einen Unfall. Ich möchte hier bleiben. Ausruhen, nachdenken. Ich rufe den Auftragsdienst an. Ich will wissen, ob der Bundesanwalt Beck bereits nach uns sucht. Und er wird nach uns suchen. Der vierte Anruf war Beck. Und er ließ mir ausrichten, ich möge zurückrufen. Er sei immer erreichbar. Also rief ich gleich an. Baumeister hier, Sie wollten mich sprechen? Wieso lassen Sie sich auf den Auftragsdienst schalten? Recherchieren Sie etwa doch? Ich recherchiere und schreibe und will nicht gestört werden. Und was recherchieren Sie? Und was schreiben Sie? Ich mache eine Geschichte über Selbstmord bei Jugendlichen, wenn's recht ist. Ja, ja. Immer diese miesen Themen. Und deshalb lassen Sie sich auf den Auftragsdienst schalten? Das mache ich oft. Das entspricht nicht der Wahrheit. Wir wissen, dass Sie seit über einem Jahr nicht mehr auf den Auftragsdienst geschaltet waren. Wo sind Sie jetzt? In der Eifel natürlich. Herr Baumeister. Also in einer Telefonzelle außerhalb. So, dann lassen Sie uns mal Klartext reden. Recherchieren Sie in der Sache Lewandowski? Wollen Sie mir drohen? Drohungen passen nicht zu mir. Lassen Sie die Finger von dem Fall, wie Sie es versprochen haben. Es wird unangenehm für Sie, wenn Sie unsere Absprache brechen. Sie treiben mir Tränen in die Augen. Darf ich Sie um etwas bitten? Was denn? Rufen Sie mich nur noch an, wenn Sie etwas wirklich Wichtiges haben. Lassen Sie mich ansonsten mit Ihrem Scheißdreck in Ruhe. Ich werde gut auf Sie achten. Ich weiß, dass gegen den Staat zu sein bei Leuten wie Ihnen sozusagen in ist. Aber auch Sie müssen begreifen lernen, dass dieser Staat schützenswert ist. Also tun Sie, was man Ihnen sagt und halten Sie sich raus. Ihre Diktion erinnert mich irgendwie an die katholische Kirche.
Untertanen denken. Oh, christliche Demut stünde Ihnen gut zu Gesicht. Gore Vidal hat Jesus einmal einen demagogischen Tischler genannt. Was meinen Sie wohl, wie er Sie nennen würde? Soll das eine Kriegserklärung sein, Herr Baumeister? Für eine Kriegserklärung sind Sie mir eine Nummer zu klein. Kriegserklärungen erinnern mich außerdem an die schlechtere Hälfte dieses Jahrhunderts. Sie übrigens auch. Leben Sie wohl. Du hast ihn wütend gemacht. Ich wollte ihn wütend machen. Wütende Leute machen Fehler. Du bist verrückt, Baumeister. Die Sorte Fehler, die diese Leute machen, können für ihre Feinde tödlich sein. Aber ich mag ihn nicht. Und da er das weiß, spielt es sowieso keine Rolle. Klug war es trotzdem nicht. Die Goodmans wohnten in der Weberstraße, in einem ehemals sehr ansehnlichen Haus, dessen Fassade voll guter Stuckarbeit war. Die Straße lag trostlos da, bewohnt scheinbar nur von Bäumen und Autos. Es war gespenstisch still. Frau Goodman öffnete und musterte uns eindringlich. Sind Sie eine Kollegin? Kollegin und Freundin. Ich hoffe, Sie werden das verstehen. Ich möchte zunächst allein mit Herrn Baumeister sprechen. Es geht um Dinge, die ich nur mit ihm besprechen kann. Fahr in die Pension zurück. Ich nehme später ein Taxi. Ich glaube, ich kann das verstehen. Gut. Ich will Sie nicht kränken. Ich möchte Ihnen nur noch sagen, dass mir die Sache sehr leid tut. Ich folgte ihr durch den Flur, einen sehr hohen, schmalen Gang zum Hinterausgang. Wir gehen ins Refugium. Zwei Stufen und wir standen in einem Innenhof, der sicherlich nicht größer war als 40 Schritte im Quadrat. Aber um dieses Quadrat hatte jemand mit Liebe zu Bäumen Rotbuchen gepflanzt und im Zentrum eine leibhaftige kleine Blockhütte errichtet, einfach gefügt aus dicken Tannenbohlen. Wir haben 4 Kinder und mein Mann war der Ansicht, er brauche einen Raum zum Nachdenken. Das fand ich auch. Also haben wir in 2 Sommerferien das Häuschen dahin gebaut. Es ist chaotisch hier. Es riecht nach ihm und seinen fürchterlichen Zigaretten. Trinken Sie etwas? Nein, danke. Sie trug eines dieser violetten Halstücher der Friedensbewegung auf einem malvenfarbenen Mohair-Pullover. Ich fragte mich, wie alt sie sein mochte. Ihr Mann muss etwas geahnt haben. Er wies mich auf Willi Metzger hin und war voller Kummer. Er machte auch absichtlich Fehler, wohl um mir zu zeigen, wie gefährlich diese Angelegenheit ist. Was waren das denn für Fehler? Nun ja, der erste passierte noch am Tatort, also auf dem Parkplatz. Er hat mir gesagt, der Tote Lewandowski sei zweifellos ein Penner und eigentlich sei das im Regierungsviertel nichts Besonderes. Dabei weiß ich, dass Penner das Regierungsviertel wie die Pest meiden. Da laufen viel zu viele Polizisten rum. Und der nächste Fehler? Der nächste Fehler? Ihr Mann tat so, als glaubte er fest an die Existenz des Penners Lewandowski. Wenn aber sogar mir klar war, dass Lewandowski kein Penner sein konnte, musste er das längst gemerkt haben. Erich hat mir gesagt, dass er beim Anblick Lewandowskis sofort gedacht hat, jetzt gibt es Stunk. Er hat mir auch gesagt, ich soll mir ihren Namen merken. Er hat ihn mir sogar diktiert. Hat er noch einen Fehler gemacht? Ja, der nächste war der, dass er mich in der Eifel besucht hat. Wenn sich die Bundesanwaltschaft in einem heiklen Fall einschaltet, mag es vielleicht passieren, dass sie einen Kripo-Beamten bittet, unliebsame Zeugen ruhigzustellen. Das geschieht dann aber bestimmt nicht per Hausbesuch, sondern nur im Amt vor laufendem Tonband. Warum ist er trotzdem zu mir in die Eifel gekommen? Warum so privat? Das weiß ich sehr genau. Sehen Sie, da war dieser schreckliche Tod von Willi Metzger. Und Erich hat sehr darunter gelitten. Er hat sich gefragt, ob Sie vielleicht da weitermachen würden, wo Metzger angelangt war. Ihm selbst waren ja die Hände gebunden. Er hoffte inständig, dass Sie riechen würden, was da faul ist. Er hat immer gesagt, diesen Fall könne nur ein harter, cleverer Profi lösen, der aber zugleich absoluter Idealist sein müsse. Ihnen hat er das zugetraut. War Ihr Mann selbst so? Warum fragen Sie mich nicht, um was es eigentlich geht? Nun gut. Wer ist dieser Lewandowski also gewesen? Ein Spion? Das wohl nicht. Wahrscheinlich war Lewandowski ein Mann namens Breuer und einer ganzen Menge anderer Namen. Wahrscheinlich hat er Spione gejagt. Also ein Agentenjäger, ein Abwehrmann? Ja und nein. Nicht, wie man sich das sonst vorstellt. Erich hat den Lewandowski immer die Notbremse genannt. Ja, die Notbremse. Dieser Lewandowski war auch, wie Sie sich bestimmt schon gedacht haben, Willis Zielperson. Ich muss erst noch ein genaueres Bild von Willi Metzger bekommen.
Meinen Sie, er war einer, der unbedingt die Wahrheit herausfinden will? Oder war er jemand, der sich so in eine Sache verbohrt, dass er die Wahrheit notfalls auch ein bisschen verbiegt? Hundertprozentig einer, der unbedingt die Wahrheit finden will. Und wie hieß seine entscheidende Frage? Ist Lewandowski ein beauftragter Mörder? Seit wann bestand dieser Verdacht? Seit August 89. Tja, aber was hat denn nun Ihr Mann damit zu tun? Eigentlich gar nichts. Es war eine private Sache für ihn. Also, Willi Metzger kam im August zu Erich, hier in dieses Haus. Er kam mit einem ungeheuerlichen Verdacht. Anfangs hat mein Mann ihn für einen Spinner gehalten. Aber später nahm er ihn sehr ernst. Erich durfte sich dienstlich um die Sache gar nicht kümmern, weil es sie behördlicherseits gar nicht gab. Aber zu mir sagte er, diese Nuss will ich noch knacken. Dann gehe ich in Rente. Wenn Metzger hierher kam, um Fragen nach Lewandowski zu stellen, dann muss doch ein Mord vorgelegen haben. Etwas Konkretes. Ja, es gab etwas. Aber das war anfangs nicht handfest, sondern noch sehr verschwommen. Erich sagte, es sei der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Aber Metzger und ihr Mann haben es schließlich geschafft. Ja. Gut, aber wer war denn jetzt Lewandowski wirklich? Der Henker. Er tötete im Auftrag dieses Staates. Das gibt es nicht. Ich dachte, Sie hätten das vermutet oder irgendwie geahnt. Nicht einmal im Traum. Und das hat Metzger recherchiert? Das war sein Thema? Hat Ihr Mann Ihnen das erzählt? Wir hatten damals viel Streit. Er sagte mir so gut wie nichts. Damals? Was heißt damals? Naja, im Sommer 89 halt. Er hat mir später einiges von der Sache erzählt. Ich hatte Schuld. Es interessiert mich nicht, wer schuld war. Ich will nur wissen, was hinter der Sache steckt. Ging es denn um Lewandowski? Ist damals schon der Name Lewandowski gefallen? Ja, das ist sicher. Und die ganze Geschichte muss ja wahr gewesen sein, denn irgendwer ist hingegangen und hat Erich getötet. Das weiß ich genau. Wie ist denn das? Wie war es? Ich meine, wie... Er ist auf kürzeste Distanz erschossen worden. Er hat keine Sekunde gelitten. Mir hat man was von einem Unfall gesagt. Aber geglaubt habe ich das keine Sekunde. Hatte Ihr Mann denn eine Ahnung, wer Lewandowski getötet haben könnte? Als Lewandowski auf dem Parkplatz gefunden worden war, kam Erich zum Frühstück vorbei. Er saß am Tisch und lachte. Er hat gesagt, mindestens 6 oder 8 Parteien kämen als Mörder in Frage. Und alle hätten sie im Prinzip recht. Wer kommt denn alles als Mörder Lewandowskis in Frage? Naja, jemand von der russischen Botschaft, jemand von den DDR-Leuten, von den Rumänen, von den Polen, den Ungarn, den Tschechen. Jedenfalls jemand von denen aus dem Ostblock. Ist er wirklich schnell gestorben? Ganz schnell. Was hat man ihm darüber erzählt? Er wäre auf Schnee ins Schleudern gekommen. Hat man ihnen erlaubt, ihn zu sehen? Nein, aber das will ich auch nicht. War jemand von der Bundesanwaltschaft bei Ihnen? Nein, nur ein Mann kam vorbei, der sagte, er wäre vom Innenministerium. Er erklärte mir stolz, Erich hätte nächste Woche ausgezeichnet werden sollen. Mit irgendeinem Bundesverdienstkreuz. Das war geschmacklos. Werden Sie wirklich recherchieren, Herr Baumeister? Ja. Sie werden getötet, sage ich Ihnen. Ich ging kurz hinaus auf den Innenhof und blieb stehen, um meine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen. Es hatte wieder zu nieseln begonnen und es war ungemütlich kalt. Ich spürte die Nässe durch das Hemd und wollte gerade die 2 Holzstufen hinuntersteigen, als ich ihn sah. Er kauerte ungefähr 10 Meter entfernt auf dem Dach eines niedrigen Gebäudes, das den Hof seitlich begrenzte. Er hockte da, nahm eine Kamera hoch, deren Linse matt aufblinkte und fotografierte mich. Er machte das sehr professionell und gelassen. Er benutzte kein Blitzlicht. Dann sprang er in den Nebenhof und war verschwunden. Ich kehrte in die kleine Hütte zurück. Sie werden übrigens überwacht. Ja, ich weiß. Macht nichts. Es geht schon eine Weile so. Wie lange genau? Ein paar Monate. Ich kann es morgen genau feststellen. Ich habe es notiert. Es begann so im Spätherbst, als sie entdeckten, dass Erich sich privat um Lewandowski kümmert. Sie luden ihn vor und er stritt es ab. Ich meine, den Verfassungsschutz. Die sind alle schizoid. Irgendwie krank.
Es muss einen Auslöser gegeben haben. Es muss einen Punkt gegeben haben, an dem Erich, nein, an dem zuerst Willi Metzger begriff, dass es einen Henker gibt. Kennen Sie diesen Punkt? Ja, Professor Mente. Professor Walter Mente. Das war der Punkt. Aber Mente ist doch ermordet worden. Die französische Action Direct hat den Bekennerbrief geschrieben. Die haben geschrieben, dass sie es gewesen wären, die Mente in die Luft gejagt haben. Richtig. Aber der Brief ist nicht echt gewesen. Aber Mente war ein ganz großes Tier. Panzerbau, Flugzeugbau, Elektronik für Kriegszwecke. Die Franzosen haben ihn umgebracht und gesagt, sie hätten es wie die westdeutsche RAF getan. Was hatte das mit Lewandowski zu tun? Metzger hat diese Version eben bezweifelt. Er war der Meinung, es sei nicht die Aktion direkt gewesen. Willi war überzeugt, es war Lewandowski. Lewandowski habe die Notbremse gezogen. Und aber das ist doch Wahnsinn! Diesen Wahnsinn hat Metzger nicht nur geglaubt, diesen Punkt konnte er schließlich sogar beweisen. Und da ist Erich vollkommen aus dem Häuschen geraten. Es war tatsächlich nicht die Aktion direkt. Es war Lewandowski. Das Telefon muss irgendwo auf dem Fußboden sein. Erich hat es meist im Papierkorb versteckt. Sigi? Beck hat gerade hier angerufen, hier in der Pension, und nach dir gefragt. Woher kennt er diese Adresse? Er hat dich verfolgen lassen, als du von hier aus dorthin gefahren bist. Hier rennen Leute über Garagen und fotografieren mich ganz offen. Mach dir nichts draus. Ich komme bald. Das war ihre Freundin. Ja, sie wundert sich, dass die Bundesanwaltschaft uns aufgestöbert hat. Die haben alles, die wissen alles, die können alles. Wir sind eiskalt. Sie sagten, Professor Mente war Metzgers erster Auslöser. Gibt es weitere? Oh ja, den höchstchristlichen Bundestagsabgeordneten Schmitz Feller. Aber der ist doch auch tot. Herzinfarkt. Irgendwo in der Gegend von Kiel. Das stimmt schon. Aber Metzger hat gesagt, es sei nicht der Infarkt gewesen, sondern Lewandowski. Sind Sie eigentlich sicher, dass hier nicht irgendwelche Abhörvorrichtungen sind? Ich glaube jetzt nicht mehr. Aber hier waren Wanzen. Erich hat sie gefunden und die Toilette runtergespült. 3x6 Stück. Erich hat gesagt, das wäre teuer für Vaterstaat. Was bedeutet Kickeck? Ich hatte völlig vergessen, Anna Gutmann danach zu fragen, aber wahrscheinlich war die Antwort etwas Einfaches. Oder es handelte sich um einen Hörfehler. Ich würde noch oft mit Anna Gutmann sprechen müssen. Ich hatte eine ganze Reihe Fragen vergessen. Ich war nervös. Ich war noch bei Claudia Groß. Ich habe sie aus dem Bett geholt und mir Fotos von Metzger geben lassen. Ich musste irgendwas tun. Diese Warterei ist ekelhaft. Was hat die Gutmann erzählt? Wusste sie was? Ich erzählte flüsternd das Wesentliche von dem, was Anna Gutmann gesagt hatte. Und Elsa wurde immer verstörter. Als ich fertig war, schien sie einer Panik bedenklich nah. Ach, das hat keinen Zweck. Die Geschichte stehen wir nie durch. Lass uns aufhören, das ist viel zu gefährlich. Ich musste schlafen, ich war ziemlich hinüber. Als ich aufwachte, war es Mittag. Um wieder einen klaren Kopf zu bekommen, gingen wir noch etwas spazieren. Sieh dich nicht um. Wir haben beide keine Erfahrung in diesen Dingen. Wir merken nicht, wer uns verfolgt, wenn wir es nicht merken sollen. Also ist es das Beste, so zu tun, als interessierten sie uns nicht. Hast du dich noch nicht wieder mit Anna Gutmann verabredet? Sie war erschöpft. Wir können doch jederzeit an sie heran. Außerdem müssen wir jetzt vor allem schnell herausfinden, ob Metzger in Frankfurt war, als Professor Mente dort getötet wurde. Und wir müssen herausfinden, ob er in Kiel war, als Schmitz-Feller dort zu Tode kam. Wir brauchen alle Berichte über diese Vorfälle. Schriftliche Unterlagen sind aber gefährlich, wenn Beck uns kassiert. Du solltest in die Redaktion gehen und alles nachlesen. Aber zunächst brauchen wir einen Notar, bei dem wir alles schriftlich protokollieren, was bisher gelaufen ist. Weißt du denn einen Notar? Ja, der sitzt in Köln in der Boisseriestraße. Also jetzt nach Köln? Wir bummeln jetzt dort vorne in das Kaufhaus. Wir steigen in einen Aufzug, den wir dann aber getrennt verlassen werden, so dass sie sich teilen müssen. Du gehst schnurstracks durch eine Tür, auf der Notausgang steht. Dahinter ist immer ein Treppenhaus. Da wartest du. Der nächste, der durch die Tür kommt, ist dein Verfolger.
Keine Unterhaltung. Du stürzt dich wieder ins Getümmel. Kaufhaus, Treppenhaus, hin und her, bis du einigermaßen sicher bist, dass sie verwirrt sind. Dann raus und langsam zum Bonner Bahnhof. Da in einen Zug, die Straßenbahn oder einen Bus Richtung Köln. Der Notar heißt Bethmann. Und genauso machten wir es. Mein Schatten, ein junger, dürrer Rothaariger, war durch die Aktion sichtlich verwirrt und stolperte im Treppenhaus. Aber mein Mitleid hielt sich in Grenzen. Elsa wartete schon vor dem Haus des Notars. Sie war ganz aufgeregt. Wir meldeten uns an und gingen in ein Wartezimmer, das mich an das Wohnzimmer meiner Großmutter erinnerte. Die Frau war sicher ein Lehrling oder sowas. Die wurde richtig rot, als sie in das Treppenhaus gerast kam und mich da seelenruhig stehen sah. Ich habe sie angestrahlt und ganz freundlich gefragt: Haben Sie ein Höschen geklaut, meine Liebe? Sie hat kein Wort gesagt und ist einfach die Treppe runtergegangen. Danach habe ich sie nicht mehr gesehen. Wir mussten eine Weile warten, bis Bethmann uns in sein Arbeitszimmer rufen ließ. Wir hielten alles schriftlich fest. Nach 2 Stunden waren wir fertig und fuhren nach Bonn zurück. Auf dem Weg durch die Innenstadt sprachen wir bis zur Pension kaum miteinander. Wir hatten begriffen, dass diese Geschichte bösartig war. Nicht zu steuern und eigentlich viel zu groß für uns. Um wenigstens irgendetwas zu tun, suchte ich das Zimmer nach Wanzen ab. Ich fand natürlich keine. Trotzdem flüsterten wir nur noch. Hast du dir schon einmal überlegt, dass die Bundesanwaltschaft und der Verfassungsschutz vielleicht selbst nicht genau wissen, was los ist? Man wird sie doch kaum aufgefordert haben, den Mörder des Henkers dieses Landes zu ermitteln. Vermutlich hat man ihnen nur gesagt, Lewandowski war ein wichtiger Mensch, findet seinen Mörder. Das habe ich mir auch schon überlegt. Aber es bringt uns nicht weiter, weil wir keine Möglichkeit haben zu erfahren, was wirklich bei der Bundesanwaltschaft abläuft. Ach, was für Möglichkeiten haben wir denn jetzt überhaupt noch? Zunächst einmal teilen wir uns. Du liest alles, was du über Professor Mente und über Schmidts Fälle kriegen kannst. Ich gehe noch einmal zu Anna Gutmann. Aber pass auf dich auf. Ich bin mit John Le Carré völlig einig. Das Bonn der Regierenden ist eine kleine, beschissene Stadt. Wenn es neblig ist und kalt, dann ist Winter. Ist es neblig und warm, kann man voraussetzen, dass Sommer ist. Nur in der Altstadt ist das Wetter anders. Diesmal war es kalt und nieselte. Anna Gutmann sah erschöpft aus. Man hatte sie ins 14. Kommissariat gebeten und penibel wegen der Verbindung Metzgers zu ihrem Mann verhört. Sie war eine starke Frau und ließ sich dadurch nicht einschüchtern. Sagen Sie, haben Sie eine Ahnung, was Kikek bedeutet? Nie gehört. Soll das sein Name sein? Das weiß ich selbst nicht. Und noch eine Frage habe ich. Durch welchen Umstand ist Metzger konkret auf Lewandowski gestoßen? Irgendwie durch die Todesfälle Mente und Schmidt, das ist klar. Aber wie? Er muss irgendeinen Beweis gefunden haben. Das weiß ich sogar ziemlich genau. Erst kam er nur mit dem Verdacht. Und Erich nahm ihn nicht ganz ernst. Dann kam Metzger zum zweiten Mal und diesmal triumphierte er. Er sagte, sie haben nach Beweisen gefragt, hier sind sie. Dann warf er 2 Fotos auf den Tisch und mein Mann wurde ganz blass. Auf den Bildern war Lewandowski drauf. Wo sind diese Fotos? Das weiß ich nicht. Nicht hier im Haus jedenfalls. Was für Fotos waren das? Amateuraufnahmen? Nein, Presseaufnahmen würde ich sagen. Große Fotos. Sie zeigten den Tatort in Frankfurt und die Straße in diesem Nest bei Kiel, wo Schmitzfeller zusammengebrochen ist. Wo war Lewandowski stationiert? Haben Sie davon etwas mitbekommen? Das weiß ich nicht genau, aber Erich hat oft von einem Haus im Müllenkamp in Godesberg gesprochen. Sogar die Hausnummer weiß ich noch, 24. Das kann sich aber auch auf eine ganz andere Sache beziehen. Arbeitete Lewandowski allein? Nein, er hatte Helfer. Erich nannte die Gruppe den Henkerstab. Da war eine Frau dabei, die hieß Ellen Strahl. Dann gibt es da noch einen jungen Mann, der Reimer heißt. Den Vornamen weiß ich aber nicht. Ich habe auch eine Frage. Hat mein Mann wirklich so etwas wie eine Ahnung von seinem Tod gehabt? Ich weiß es nicht, aber ich bin davon überzeugt. Warum? Weil ich in meinem Nachttisch einen Zettel gefunden habe. Da steht drauf, wenn mir etwas geschieht, musst du viel Mut haben. Nur das. Wann kann er den Zettel in die Schublade gelegt haben? Das muss in den letzten 7 Tagen gewesen sein. Sagen Sie, Herr Baumeister, haben Sie schon eine Ahnung, wer ihn umgebracht hat? Leider noch nicht, aber ich finde es heraus. Werden Sie zur Beerdigung kommen? Selbstverständlich.
Wenn Metzger und mein Mann sterben mussten, weil sie etwas Gefährliches wussten, dann müssen Sie auch auf sich aufpassen. Ich versuche es. Kann ich diese Nachricht an Sie fotografieren? Natürlich. Anschließend fuhr ich zu Claudia Groß. Mir war klar, dass meine einzige Chance, die Fotos zu finden, darin bestand, Metzgers Nachlass zu sichten. Nach einer langen, vergeblichen Suche entdeckten wir die Bilder versteckt in einem Buch. Truffauts Interviews mit Hitchcock. Ich fotografierte sie unauffällig ab. Da Metzger sich offensichtlich solche Mühe gemacht hatte, seine Freundin aus allem herauszuhalten, um sie nicht in Gefahr zu bringen, ließ ich mir meine Aufregung nicht anmerken, bestellte ein Taxi und wartete auf der Straße, bis der Wagen kam. Ich brauchte frische Luft. Es kostet Kraft, in das Leben und den Tod anderer Menschen einzudringen. Bei Nacht ist Wesserding ein totes Nest. Ich hatte keine Mühe, den Wagen auszumachen, der uns folgte. Die Straße war so leer, dass das Verfolgerauto ohne Scheinwerfer fahren musste. Aber immer wenn der Wagen durch den Schein einer Straßenlaterne glitt, blitzten seine Fenster und die Chromteile auf. Sind Sie ein wichtiger Mensch? Nach meiner Einschätzung bin ich relativ unwichtig. Falls Ihnen die Auskunft aber zu unsicher ist, kann ich das verstehen. Kriminell bin ich nicht. Wollen wir ihn ärgern? Na, das wäre schön. Dann brauchen Sie aber ein bisschen Zeit und die Uhr wird laufen. Schon gut, machen Sie nur. Man muss sich auch mal was gönnen. Dann schneiden Sie sich fest. Machen Sie sowas öfter? Nein, aber manchmal habe ich eifersüchtige Ehemänner hinter mir, die sich für Superman halten. An der nächsten Kreuzung blinkte er links, schaltete die Lichter aus und bog abrupt nach rechts ein. Dann gab er Vollgas. Keine 100 Meter weiter driftete er wieder nach rechts in eine Siedlung hinein, ohne vom Gas zu gehen. Wir rasten in eine Sackgasse, an deren Ende wir in unvermindertem Tempo durch die Lücke zwischen einer Hecke und zwei Mülltonnen schossen. Beängstigend schnell schlingerten wir durch eine Wüstenei aus Kies und Sand vorbei an einer Art Lagerhaus. Es ging durch tiefe Erdrinnen, an Schutthalden entlang, rechts waren wohl Schrebergärten. Er blieb beim Vollgas. Das hier ist keine Straße. Hier sind wir in den Kiesgruben. Wenn die Leute, die Ihnen folgen, wirklich gut Bescheid wissen, riechen sie uns vielleicht. Wenn nicht, sind wir jetzt schon allein. Er nahm wie ein Rallye-Profi eine Linkskurve, indem er mit einem Powerslide gewaltige Mengen Sand in Bewegung setzte. Das macht Laune. Fast wie im Krimi. Ich konnte ihm nicht antworten. Ich hatte genug damit zu tun, meinen Magen unter Kontrolle zu halten. Wissen Sie eigentlich, wer Sie verfolgt? Ja, so ungefähr, aber es ist besser, Ihnen das nicht zu erklären, sonst kommen Sie noch auf die Idee, mich hier abzusetzen. Der Fahrgast ist König. Jetzt verließ er auch noch den Weg, der sowieso keiner war, und hielt auf einen Damm zu, der mit hohem Gras bewachsen war. Er ging ihn senkrecht an, und je höher der Wagen kletterte, desto häufiger drehten die Räder durch. Komm schon, alle! Seine ermunternden Worte zeigten Wirkung. Die Schnauze des Taxis kippte nach vorn, und unter uns lag ein Baggersee mit stählernen Förderbändern auf dem Wasser, in dem sich fahl das bisschen Mondlicht spiegelte. Der Bärtige hielt sich nicht mit der Aussicht auf. Er gab schon wieder Gas und rutschte gefährlich schräg hinunter auf das Ufer zu. Frauen und Kinder zuerst in die Boote. Und Sie glauben, wir sind hier sicher? Sehen Sie mal auf die Karte. Hier habe ich Sie abgeholt. Dann haben wir eine perfekte Acht gedreht und stehen jetzt vielleicht 50 Meter von dem Haus entfernt, aus dem Sie gekommen sind. Auf der Rückseite, verstehen Sie? Sie werden überall suchen. Hier bestimmt nicht. Man sollte Sie auszeichnen und weiterempfehlen. Die Solidarität des Proletariats. Wie lange warten wir? Eine Stunde ungefähr. Dann mache ich Ihnen einen Freundschaftspreis. Wir sprachen nicht mehr viel. Irgendwann döste ich ein. Er weckte mich sanft. Es war 3 Uhr nachts. Wir können jetzt los. Wohin fahren wir? Nach Bonn. Niemand folgte uns. Es hatte aufgeklärt, die wenigen Wolken trieben schnell und der bleiche, halbe Mond wirkte weit weg. Es war ziemlich kalt. Falls man Sie fragt, und man wird sich vermutlich fragen, sagen Sie einfach, Sie hätten mich in Köln Süd abgesetzt. Bonner Straße. Geht das? Das geht. Ich bezahlte ihn großzügig. War mir ein Vergnügen. Sagen Sie, brauchen Sie meine Nummer? Er gab mir eine Karte, winkte mir noch einmal zu und fuhr ab. Ich hatte das dumme Gefühl, einen Gegner genarrt zu haben, der über solche Spielchen nur lächelte. Thank you.
Die beiden Männer traten aus der Schwärze eines Hauseingangs. Sie trugen dick wattierte dunkle Westen über Flanellhemden, Jeans und weißen Turnschuhen. Der Linke trat zu. Es war eine schnelle, fast elegante Bewegung mit dem rechten Bein. Er musste unglaublich gelenkig sein, jedenfalls traf er mich an der linken Kopfseite. Der Rechte hielt meinen Sturz auf, indem er mir das Knie in den Magen rammte und mir gleichzeitig mit voller Gewalt beidhändig in die ungeschützte Seite schlug. Es war wie eine einzige Explosion. Schmerzen spürte ich kaum. Ich wollte schreien, aber das ging nicht. Ich habe nur noch verschwommene Erinnerungen, wie es mir gelang, die Pensionstür aufzuschließen und in den ersten Stock zu kommen. Dann stand auf einmal Elsa in dem schmerzhaft grellen Viereck unserer Zimmertür und zog mich zu ihr herein. Was ist denn passiert? Ich habe zwei Fotos gefunden, bei denen selbst dem Dümmsten klar sein muss, dass Lewandowski der Henker dieses Staates ist. Sie sind bei Claudia, aber ich habe sie abfotografiert. Du nimmst jetzt den Film aus der Nikon und gehst zur DPA zum Entwickeln. Bist du verrückt? Es ist Nacht und ich kann dich nicht alleine lassen. Die DPA hat einen Nachtdienst und sie werden dich ins Labor lassen. Wir brauchen die Fotos jetzt. Los jetzt. Mir geht es schon wieder ganz gut. Ja, ja, mein Held. Wenn sie dich verprügelt haben, werden sie doch bestimmt unten stehen und mich nicht durchlassen oder mir den Film wegnehmen. Lass es darauf ankommen. Mach jeweils drei Abzüge. Einen mit einem erklärenden Text an den Anwalt, einen bei der DPA deponieren, einen mitbringen. Auf dem Film ist auch eine Aufnahme eines Zettels, den Erich Gutmann an seine Frau geschrieben hat. Ach, ich hasse Helden. Es war 6 Uhr morgens, als Elsa zurückkam und durch meinen Körper jagten Wellen von Schmerzen. Sie sah mich mit müden, aber mitleidig milden Augen an und tupfte mich vorsichtig mit einer streng riechenden Salbe ein. Übrigens, du hast wirklich exquisite Aufnahmen gemacht. Als Metzger sie entdeckte, muss er gewusst haben, das ist es. Weißt du, was mich erschreckt? Wenn es stimmt, dass Lewandowski der Henker ist, dann bedeuten diese Fotos, dass er Menschen nicht nur umbringt, sondern auch zusieht, wie sie krepieren. Und wieso lässt er sich so unbekümmert fotografieren? Warum nicht? Niemand bringt ihn mit den Vorfällen in Verbindung. Und außerdem können diese Fotos für ihn der Beweis einer guten Arbeit sein, verstehst du? Lewandowskis Gehabe auf diesem Foto ist pervers. Ist der junge Mann auf dem Bild eindeutig derselbe wie in Frankfurt? Kein Zweifel. Dieselben Schuhe. Der linke Schuh hat unter dem Puma-Schriftzug einen tiefen Kratzer. Derselbe Schuh, derselbe Mann. Auch wenn ich bei dem stechenden Licht dachte, mir würde jeden Augenblick der Schädel platzen, musste ich mir das Foto selbst ansehen. Es war schon verblüffend, mit welcher Dreistigkeit die beiden da fast stolz am Tatort standen. Und trotzdem hat jemand die Zusammenhänge begriffen und ihn erschlagen. Nichts am Fall Schmitz-Feller war damals auffällig. Außer der Tatsache, dass ein scheinbar kerngesunder Mann am helllichten Tag tot zusammenbricht. Die Berichte darüber geben nicht viel her. Nur eine Sache hat mich stutzig gemacht. Im Lokalteil der Kieler Nachrichten beschreibt eine Kollegin unter dem Titel »Die Unfasslichkeit des Todes«, was sie über den Tag des Bundestagsabgeordneten rekonstruieren konnte. Sie hat auch die Witwe befragt, die spricht von einem schwarzen Safe-Koffer, der plötzlich verschwunden war. Du hast recht, die Sache mit diesem Koffer könnte etwas bringen. Ruf diese Kollegin an, hol sie aus dem Bett. Und was ist, wenn Beck das Telefon abhört? Mir ist das mittlerweile völlig egal. Er weiß ja sowieso, dass wir recherchieren. Sie hockte sich auf die andere Seite des Bettes und begann zu telefonieren. Es dauerte eine Weile, ehe sie die Nummer der Frau hatte. Dann war sie erstaunlich schnell am Apparat. Den Koffer hat man nie gefunden. Ein großer Metallkoffer mit schwarzem Leder überzogen. Den werden wir auch nicht finden. Aber sein Verschwinden passt ins Bild. Glaubst du denn, dass wir überhaupt jemals stichhaltig beweisen können, dass Lewandowski der Henker gewesen ist?
Die Tatsache, dass er auf den Fotos ist, beweist doch gar nichts. Sieh mal, es ist doch verblüffend, dass Lewandowski und der Junge auf beiden Fotos sind. Das beweist zumindest, dass sie zur Tatzeit am Tatort waren, oder? Wir sollten lieber gleich zum Kern der Sache vordringen. Wieso hat Lewandowski Professor Mente und den Abgeordneten Schmitz-Feller umgebracht? Weil sie etwas verraten haben? Nein, das hätte wenig Sinn gehabt. Wohl eher, weil sie etwas verraten wollten. Und wenn wir wissen, was das war, dann können wir schreiben. Nicht ganz, mein Lieber. Wir sollten vorher eben noch klären, wer Lewandowski getötet hat, wer dieser Mann neben ihm ist, wer Metzger tötete und wer Gutmann, wer diese Ellen Strahl ist und noch so ein paar Kleinigkeiten. Im Grunde wissen wir nämlich nichts. Das wird der Bundesanwalt Beck sein, um uns zu kassieren. Diese Leute kommen immer früh am Morgen. Es war der Sohn der Gutmanns, der uns ein Kuvert übergab und so schnell verschwand, wie er gekommen war. Es ist ein Schlüssel. Nur ein normaler Sicherheitsschlüssel. Kein Zettel, keine Erklärung. Steht Dom drauf? Ja. Den Schlüssel hatte ich vollkommen vergessen. Du lieber Himmel, der Gutmann war schon ein raffinierter Hund. Wovon redest du überhaupt? Der tote Lewandowski hatte diesen Schlüssel in der Tasche. Gutmann muss ihn absichtlich unterschlagen haben. In welches Schloss passt er? Das weiß ich nicht. Na, das hilft uns vielleicht weiter. Was machen wir jetzt? Wir ruhen uns ein paar Stunden aus und dann gehen wir an die Arbeit. Ich weiß auch schon genau, wo wir ansetzen werden. Als wir aus unserem unruhigen Tagschlaf erwachten, war es 5 Uhr nachmittags. Womit fangen wir an? Wir wissen von 2 Menschen, die offensichtlich mit Lewandowski zu tun hatten. Reimer und Strahl. Also müssen wir nochmal zu Anna Gutmann, denn die wusste davon. Oh, und wenn sie mich wieder rausschmeißt? Du solltest sowieso allmählich aussteigen. Klar doch. Ich bin ja auch nur eine Frau. Sag mir lieber, ob dein Macho-Hirn schon darüber nachgedacht hat, wer den Henker steuern könnte. Ein wenig. Ich glaube, wenn ich den Chef des Verfassungsschutzes nach dem Henker fragen würde, käme der aus dem Staunen nicht mehr heraus. Der Chef des BND in Pullach genauso, der des BKA in Wiesbaden auch. Der Generalbundesanwalt? Solche Behörden sind alle zu groß und nicht verschwiegen genug. Bleiben also die Verwaltungskönige selber, der Bereich der höchsten Beamtenschaft. Gib mir doch mal ein Beispiel, Baumeister, wie du dir den Einsatz eines Henkers vorstellst. Das ist der Punkt. Stellen wir uns einen hochkarätigen Wissenschaftler in der Funktion eines Managers vor. Der Mann will die perfekten Waffen nicht mehr, die er selbst erfand. Er kommt nun, international wie er lebt, mit den ja längst geläuterten Brüdern aus dem Osten zusammen. Ich glaube nicht, dass er in die Gefahr gerät, ganz plump eine geheime Waffe zu verraten oder irgendeine heilbringende chemische Formel. Aber er kann ganze Management-Leitlinien verraten und die sind Milliarden wert. Er wird sie vielleicht sogar verraten, ohne zu wissen, was er preisgibt. Zumal er die ehemals roten Brüder eigentlich sehr sympathisch findet. Absägen kann man ihn nicht. Man kann ihn aber töten, wenn man sicher ist, dass er irgendwelche lebenswichtigen Dinge verraten wird. Also zieht derjenige, der in Bonn verantwortlich ist, die Notbremse und schickt Lewandowski? So ist es. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Das bedeutet aber, dass wir eine Gesellschaft sind, die im Extremfall mit dem Tod bestraft. Was immer abgestritten wird. Aber das ist doch auch Wahnsinn. Ja, schon, aber ich erinnere dich an die CIA oder den alten KGB. Kein Mensch bezweifelt, dass sie getötet haben und womöglich auch noch weiter töten werden. Da gibt es Beweise. Also herrscht jetzt irgendwo höchste Aufregung, weil Lewandowski tot ist. Ja, zumindest bei dem Mann, der Lewandowski steuerte. Und wenn dieser Reimer und die Strahl mit ihm gearbeitet haben, dürften auch sie weniger ruhig schlafen. Denn jetzt müssen sie zwangsläufig damit rechnen, auch auf der Abschussliste zu stehen. Was ich bei all dem nicht verstehe, wieso spielen die noch Kalter Krieg, wo sich doch alles vollkommen geändert hat? Bis sich da in den Hirnen und im Apparat etwas tut, ist die politische Entwicklung meilenweit voraus. Sieh doch nur, wie immer noch massiv der Briefverkehr mit dem Osten kontrolliert wird. Das ist auf anderen Ebenen nicht anders. Aha. Und was machen die östlichen Geheimdienste? Das weiß keiner so genau. Zum Teil ist da wohl jetzt ein Vakuum, aber das wird auf keinen Fall lange dauern. Gerade in Zeiten wie jetzt ist sicheres Wissen über die andere Seite elementar wichtig. Von der technologischen Aufholjagd einmal ganz abgesehen. Glaubst du, dass wir eines Tages unter Palmen liegen werden und über den gelösten Fall Lewandowski plaudern werden?
Das glaube ich nicht. Nur in Krimis wird alles hübsch logisch erklärt. In diesem Fall wird eine Menge an Fragen offen bleiben, weil es zu viele Tote gegeben hat. Wie kommst du auf die Idee, dass wir unter einer Palme liegen werden? Ich dachte, wenn wir mit dem Fall fertig sind, schickt uns der Verleger in einen Urlaub nach Hawaii. Und da sind Palmen. Ich mag die Dinger nicht. Sie sind so langweilig. Und wenn ich welche sehe, dann fahre ich daran vorbei oder suche mir richtige Bäume. Ach, du hast keine Fantasie. Palmen und eine einsame Hütte am weiten Meer. Und nebenan McDonald's und schräg gegenüber der Eingang zu Disney's Wonderland. Nee, nichts für mich. Und wenn ich mich in dich verknalle? Bitte keine Drohungen am helllichten Tag. Los jetzt. Anna Gutmann wartet. Das Gespräch mit Anna Gutmann förderte einige neue Erkenntnisse zutage. Durch sie erfuhren wir von Rasputin, einem russischen Kontaktmann von Metzger, der ihm eine Liste mit 16 Namen übergeben hatte, 16 Opfern des Henkers Lewandowski. Direkt an Rasputin verweisen konnte sie uns allerdings auch nicht. Wir müssen noch mal zu Claudia, oder? Ja, ich will wissen, wie dieser Ellenstrahl aussieht, ehe wir uns um sie kümmern. Es ist allerdings sicher, dass Beck Claudias Haus überwachen lässt. Die Frage ist bloß, ob er es noch einmal durchgehen lässt, wenn wir dort auftauchen. Ich habe einfach noch keine Idee, wie wir ihn uns vom Hals halten können. Aber ich! Wir lassen uns nicht mehr rumschubsen, sondern gehen direkt in die Höhle des Löwen. Wir bitten ihn einfach um ein Interview und dann suggerieren wir ihm eine Lösung, die so weit von der Wirklichkeit entfernt ist, dass wir für ihn aus der Schusslinie sind. Wir versuchen es, du raffiniertes Luder. An der Ecke zur Kaiserstraße gab es eine Telefonzelle. Beck war da und die Freundlichkeit selbst. Wir baten um ein Treffen mit ihm und er lud uns für den nächsten Tag Mittag in sein Büro ein. Ohne Bandgerät, versteht sich. Auf dem Dachboden von Claudia Groß stieß ich auf über 3000 handgeschriebene Seitennotizen von Metzger, aber keine weiteren Fotos. Elsa half mir, aber schließlich brachen wir die Suche enttäuscht ab. Ich will in mein Bett. Später im Taxi schwiegen wir, bis es unerträglich wurde. Ich frage mich, warum Willi Metzger, bevor er umgebracht wurde, sein Auto in dieser Seitenstraße abgestellt hat. Das ist doch komisch. Was wollte... Hey Mann, drehen Sie um! Wir Trottel. Natürlich. Im Handschuhfach des Wagens war nichts. Aber an der Rückseite des Fahrersitzes war ein Einkaufsnetz angebracht. Darin steckte ein alter Umschlag mit 4 Fotos. Sie zeigten Reimer und die Frau namens Ellenstrahl zusammen vor einem Reihenhaus. Im Hintergrund war deutlich eine Hausnummer zu erkennen, 24. Dann eine Straßenszene mit den beiden und 2 Aufnahmen, etwas undeutlicher, wo sie in einem Auto auf einem Parkplatz saßen. Nach ein paar Stunden Schlaf rief ich aus einer Zelle den Taxifahrer mit dem Vollbart an. Ich sagte zu einer Frau, ich hätte gern den Vollbart und sie lachte. Wo brennt es denn? Ich bin der Mensch, den Sie gestern Nacht an einem Baggersee versteckt haben. Ach ja? Und wen wollen Sie jetzt übers Ohr hauen? Dieselben Leute. Und jetzt? Und jetzt wird draußen ein Taxi stehen. Und du wirst einsteigen und in eine Kneipe fahren und dort auf mich warten. Keine Alleingänge, Baumeister. Es muss sein. Aber warum? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur... Ach komm, raus in das Taxi. Wir können jetzt nicht diskutieren. Och, ich bin kein Püppchen, das beschützt werden muss. Ich bin nur kurz weg. Ich will etwas... Verdammt nochmal. Ich bin hier der Boss. Sie ging hinaus und als ich ihren Arm berührte, zuckte sie zusammen. Auf der Straße war starker Fahrzeugverkehr. Ich sah das Taxi langsam heranfahren. Ich öffnete die hintere Tür und ließ sie einsteigen. Dann machte ich 2 Schritte, sodass jedermann annehmen musste, ich wolle mich neben den Fahrer setzen. Dann hob ich den Daumen und der Fahrer mit dem Vollbart gab grinsend Gas. Ich winkte das nächste Taxi heran. Müllenkamp in Godesberg. Kurz vor dem Zentrum verengte sich die Straße, zwängte sich unter der Bahnlinie durch und führte dann den Berg hinauf, auf dem die Godesburg droht.
Vor der Nummer 10 ließ ich mich absetzen und spazierte ohne Eile auf die Hausnummer 24 zu. Jedes Haus hatte zwei Abstellplätze unmittelbar neben grünen Stahltüren, die direkt in die Keller führten. Auf den Parkplätzen des Hauses Nummer 24 standen ein Golf GTI und ein schwarzer Mitsubishi Pajero. Der Geländewagen hatte brandneue Reifen. Auf dem Dach hatte der Wagen einen eingeschweißten Eisenstab von vielleicht 12 cm Höhe. Eine ideale Basis für ein Stativ. Das Schloss der grünen Stahltür in den Keller war ein Domschloss. Ich riskierte, was ich riskieren musste, und sah mich nicht einmal um, ob jemand mich beobachtete. Lewandowskis Schlüssel passte. Ich entdeckte nichts als weiße Kellerwände, von denen es kühl zu mir herüberwehte. Dann schloss ich die Tür wieder. Nachdem ich wieder auf die Straße gelangt war, ging ich in den ersten Vorgarten hinein und untersuchte den Stamm eines Zwergahorns, dann den Stamm einer künstlich mit Drahtschlingen verkrüppelten Kiefer. Ich zog ein Notizbuch heraus und machte eine Eintragung. Das wiederholte ich in allen Vorgärten. Bei der Nummer 24 ging ich ähnlich vor. Die Gardinen waren gut bürgerlich weiß. Irgendwelche Lichter im Hausinneren waren nicht zu sehen. Auf dem Türschild stand kein Name. Ich klingelte. Was kann ich für Sie tun? Bergmann ist mein Name. Ich komme von der Firma, die die Bepflanzung durchführt. Sind Sie der Eigentümer? Das bin ich. Wir müssen das Ahornstämmchen auswechseln. Haben Sie etwas dagegen? Es geht sowieso ein und es kostet nichts. Machen Sie, was Sie wollen. Ich trage also bei Nummer 24 ein Ahornbäumchen ein. Und Ihr Name? Oder ist das Haus nicht auf Ihren Namen eingetragen? Doch, doch. Reimer ist mein Name. Georg Reimer. Der Vorname? Entschuldigen Sie bitte, ich habe Ihren Vornamen nicht verstanden. Ach ja, Georg Reimer. Meine Freunde nennen mich Gig. Gig? Was bedeutet das? Ja, Gig wie Gag, verstehen Sie? Ach so, dankeschön. Was ist denn mit den Bäumchen? Wenn wir sie setzen, wissen wir nie, ob sie angehen. Kann sein, dass der Wurzelballen beschädigt oder zu schwach ausgebildet ist. Es ist auch möglich, dass die Erdchemie nicht stimmt. Ist das zu kompliziert? Nein, überhaupt nicht. Und das Bäumchen, die wollen Sie wechseln, weil es stirbt. Ja, aber ich weiß nicht, ob es wirklich stirbt. Kann sein, dass die Erdchemie 3 Meter weiter ideal ist. Wir wissen es nicht. Schluss mit dem Theater. Sie sind Baumeister, habe ich recht? Woher wissen Sie so viel über Bäume? Ich lebe in der Eifel. Kann ich mit Ihnen sprechen? Woher kennen Sie mich? Ja, wir sollten vielleicht reden. Wie viel wissen Sie denn? Eigentlich nicht viel. Das ist gut. Sie sollten sich aus der Geschichte raushalten. Warum? Zu gefährlich. Zwei Männer mit nichtssagenden Gesichtern sahen zu uns aus einem Opel herüber. Georg Reimer wandte sich von mir ab und starrte die Männer in dem Opel an. Ich werde auf Sie zukommen. Der Opel hielt und die Männer stiegen hastig aus. Sie trugen Trenchcoats. Ihre Hände steckten tief in den Taschen. Sie waren vielleicht 30 Jahre alt und sahen absolut harmlos aus. Sind Sie Georg Reimer? Ja. Aha. Und wer sind Sie? Baumeister. So. Dann verschwinden Sie bitte. Wieso denn? Hauen Sie ab. Was kann ich für Sie tun? Wir möchten Sie bitten, mit uns zu kommen. Ich habe jetzt keine Zeit. Der Linke bewegte die Hand in seiner Manteltasche und winkelte den Arm sehr schnell an. Doch Reimer war ohne jede Vorwarnung losgesprungen. Er schlug einen Salto und hockte im nächsten Moment am Boden. Ja! In beiden Händen hielt er eine Waffe. Bleiben Sie ruhig. Nehmen Sie die Hände aus den Taschen. Reimer, machen Sie keinen Quatsch. Sie hatten etwas vor. Ich sah es an ihren Gesichtern. Plötzlich wandte sich der Rechte halb herum und sie stürzten vor und griffen nach ihren Waffen. Doch Reimer zeigte keine Überraschung. Er schoss sofort. Holen Sie bitte einen Notarzt. Großer Gott. Die sind nicht tot. Schulterschuss. Er strich an mir vorbei, ging auf die Haustür zu und war verschwunden. Ich nahm die Nikon aus der Tasche und fotografierte. Die beiden Männer stöhnten und sahen mich mit verschleierten Augen an. Dann rannte ich zu meinem Taxi. Rufen Sie den Notarzt! Ich rannte in den Innenhof der Siedlung und sah, wie Reimer mit dem Pajero die Rampe hinauffuhr. Er schien es nicht einmal sonderlich eilig zu haben. Hinter ihm kam der Golf. Am Steuer saß Alan Strahl. Als Reimer mich sah, hob er freundschaftlich die Hand zum Gruß. Eine geladene Elsa erwartete mich in der Raststätte.
Ich erzählte ihr von meiner Begegnung mit Reimer. Sie beruhigte sich nur langsam, als wir mit einem Leihwagen aufbrachen. Ach, ich bin unheimlich sauer. Aber gut, was bedeutet denn nun Kikek? Kikek bedeutet ein Gig vom Gag. Ein Gag vom Gig, ein Wortspiel. Reimer heißt Georg, Spitzname Gig. Als Metzger am Telefon fragte, ob das ein Kikek sei, meinte er einen Gig-Gag, einen Gag vom Gig. Dann hat er also vor seinem Tod mit Reimer gesprochen. Das ist nicht sicher. Es kann sein, dass er über Reimer sprach, nicht mit ihm. Und wohin jetzt? Zu Gutmanns. Wir müssen jetzt an zwei Menschen heran. An den Russen Rasputin und an die Ehefrau des Abgeordneten Schmitzfeller. Du willst also zu ihr? Ja, und du musst zu Gutmanns Beerdigung. Ach, wann fährst du? Jetzt. Elsa blieb bei Gutmanns zurück und ich brach augenblicklich auf. In Koblenz wechselte ich wenig später auf die Autobahn A3 nach Frankfurt, hängte mich hinter einen schnellen Laster und ließ mich treiben. Frau Schmitz-Feller wohnte im Industriegebiet in der Neckarau. Was mir die Witwe nach einigem Zögern zu erzählen hatte, war schier unglaublich und ich beeilte mich, so schnell wie möglich zu Elsa und den Gutmanns zurückzukommen. Hat die Frau etwas gewusst? Du wirst es nicht glauben. Als ich auf einen Verdacht hin den Namen Rasputin fallen ließ, wurde die Frau plötzlich sehr gesprächig. Schmitz-Feller wollte seine politische Karriere an den Nagel hängen, mit der Familie nach Russland gehen und als Gastgeschenk wollte er ihnen die Kopie eines Zusatzvertrages zwischen der BRD und den USA über den Rückzug der Mittelstreckenraketen und die anschließende Planung einer sogenannten Lückenrüstung mitbringen. Lass mich raten, diese Papiere befanden sich in dem mysteriösen Safe-Koffer, der verschwunden ist. Er ist nicht verschwunden. Er wurde von einer Frau abgeholt. Nach der Beschreibung könnte es Ellen Strahl gewesen sein. Und wie war die Beerdigung? Schrecklich, wie alle Beerdigungen. Sind Reimer und Strahl aufgetaucht? Nein, aber der Bundesanwalt Beck beglückte uns mit seiner Anwesenheit. Als ich ihn sah, dachte ich, er ist gekommen, um uns zu verhaften. Aber er war freundlich. Er will uns beide morgen früh um 10 bei sich sehen. War es schwer für Anna Gutmann? Als der Pfarrer sagte, Erich Gutmann habe gern gelebt und gern gelacht, schluchzte sie kurz. Ansonsten war sie sehr gefasst. Du, Baumeister, manchmal macht die ganze Sache mir Angst. Sie haben Besuch. Rasputin ist gekommen. Er tut recht geheimnisvoll. Na, sieh mal einer an. Dann brauchen wir wenigstens nicht nach ihm zu suchen. Schicken Sie ihn rauf. Als er hereintrat, lächelte er unsicher. Er trug einen dunkelblauen Anzug mit einem schwarzen Rollkragenpullover, hatte schütteres graues Haar und sah ein wenig aus wie eine Zweitausgabe von Charles Aznavour. Das ist Elsa, mein Name ist Baumeister. Können Sie uns einen Namen geben, der nicht ausgerechnet Rasputin ist? Zugegeben, mein Name ist für Europäer fürchterlich. Aber man nennt mich auch noch Piotr. Darf ich mich setzen? Ich wollte Sie sprechen. Ich habe Metzger und Gutmann gekannt. Auch Lewandowski war mir kein Unbekannter. Leider hat Lewandowski mich nicht gekannt. Hat er nicht? Er war ein geheimnisvoller Mann. Man konnte ihn nicht treffen. Dabei hätte ihm das Leben retten können. Ich mag Männer in Geheimdiensten nicht. Gehören Sie einem Geheimdienst an, Piotr? Oh nein, gnädige Frau. Ich bin ein bedeutungsloser Beigeordneter unseres verehrten Kulturattachés. Ich bin sozusagen ein beamteter Tolstoi-Exporteur. Lewandowski hat mich nur am Rande interessiert. Sozusagen rein menschlich. Es wird erzählt, Sie seien in Bonn ein Russe mit Macht. Nein, Herr Baumeister. Ich besitze keine Macht. Aber Sie kennen sich aus. Mag sein, aber erwarten Sie nicht zu viel von mir. Ich besorge uns Whisky. Rasputin war ein verwirrender Mann. Er wirkte freundlich und gutmütig und zugleich eiskalt. Selbst wenn er lachte, sahen seine Augen wie zwei dunkle, unergründliche Höhlen aus. Lieben Sie Bonn? Mehr als das protzige, neuerdings wieder machtstrotzende Berlin. Und Sie? Ich hasse es und liebe es. Und wenn ich gehen muss, wird es mir fehlen. Zumindest wird man sie nicht abziehen, ehe die Akte Lewandowski nicht geschlossen ist. Arbeiten Sie gern an solch ekelhaften Geschichten? Wissen Sie, Herr Baumeister, ich hasse jede Form von Brutalität.
Aber ich gebe zu, dass es mich fasziniert hat, die Brutalität des Herrn Lewandowski zu beobachten. Ich gebe auch zu, dass es mich unendlich gefreut hat zu erleben, dass jemand hinging und ihn wie eine Ratte totschlug. Ich hätte es gern selbst getan, aber ich bin nur Beobachter. Hier bitte der Whisky. Da unten geht es zu wie auf einer Hochzeit. Es wird viel gelacht. Worüber sprecht ihr? Darüber, dass Piotr behauptet, er habe keine Macht. Habe ich auch nicht. Wie weit sind Sie mit Ihren Recherchen? Wir warten auf Ihre Hilfe. Ich weiß einiges, aber nicht viel. Vielleicht sollten wir unser Wissen zusammentun. Fangen wir doch sofort damit an. Wer hat Lewandowski getötet? Eine sehr schwierige Frage, gnädige Frau. Ich weiß es nicht sicher genug, um irgendetwas behaupten zu können. Nächste Frage. Es war mit Sicherheit keiner Ihrer Männer? Nein, ganz bestimmt nicht. Dann ein anderer östlicher Geheimdienst? Wir sind vernünftige Leute, einverstanden? Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Ich weiß, dass es kein Russe war. Für die anderen lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Aber Sie wissen selbst, welche Verwirrung in diesen Ländern zurzeit herrscht. Wer käme außerdem noch in Frage? Nun ja, die kleinen Jungs vom NSA oder vom CIA. Aber da sehe ich kein Motiv. Die Beziehungen des Lewandowski zu den Brüdern vom CIA waren in der letzten Zeit gleich null. Nur einmal ist Lewandowski an sie ausgeliehen worden. Vor 6 Jahren hat er in Irland einen jugoslawischen Fotografen erschossen, dem es gelungen war, in einer Hölle zu fotografieren, in der amerikanische Atom-U-Boote lagen. Ist der Vorgang beweisbar? Aber ja, obwohl in Kreisen der Geheimdienste Beweise zuweilen nicht sehr gefragt sind. Ich erinnere an Ihren General Kiesling. Doch weiter. Wir haben Lewandowski seit Jahren aufmerksam verfolgt. Wie Sie sicher wissen, war er einmal Lehrer an der Schule des Verfassungsschutzes in Köln und da... Wir wissen gar nichts über ihn. Wir sind erst ein paar Tage auf dem Karussell. Wir haben sogar dran gedacht, dass Lewandowski aus rein privaten Motiven getötet worden sein könnte. Aber da er kein Privatleben geführt hat, bleibt nur ein möglicher Mörder. Ach, und der wäre? Moment, lassen Sie mich einmal raten. Wenn nur einer als Mörder bleibt, dann kann das nur die Bundesrepublik Deutschland sein. Bravo, Sie haben es begriffen. Und warum? Wir vermuten, dass irgendjemand in Ihrer Regierung begriffen hat, dass die kommunistischen Brüderländer dabei waren, Herrn Lewandowski zu enttarnen. In diesem Moment blieb dem Staat keine Wahl. Wir ahnten seit Jahren, wer Lewandowski ist. Und Sie hätten ihn getötet? Nein, die Russen hätten Lewandowski niemals getötet. Sie hätten ihn verhört, richtig so? Ja, nur lebend wäre er von Wert gewesen. Seit wann sind Sie auf Lewandowskis Spur? Seit 1976. Es kam immer wieder zu rätselhaften Zwischenfällen, die nahelegten, dass es einen Mann wie Lewandowski geben musste. Stimmt es, dass er 16 Menschen getötet hat? Ach, das wissen Sie schon. Nun, wir nehmen es an, können es aber nicht in allen Fällen beweisen. Wer hat ihn gesteuert? Auch das wissen wir nicht genau. Wir sind nur sicher, dass Politiker nicht involviert sind. Wir glauben, ein hoher Beamter im Kanzleramt oder im Innenministerium. Können wir die Liste der 16 haben? Sicher. Die dränge ich Ihnen geradezu auf. Sind Sie jetzt bereit, meine Fragen zu beantworten? Aber ja. Wie viel weiß eigentlich Ihr Generalbundesanwalt? Nach unserer Meinung weiß er nichts. Denn sonst würde die Fahndung nach Lewandowskis Mörder nicht so ziellos und vage laufen. Beck wollte uns einreden, Metzger und Gutmann hätten für sie spioniert und seien dann als Spionageflops auch von ihnen umgelegt worden. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Metzger und Gutmann haben nicht eine Sekunde vorgehabt, für uns zu arbeiten. Dazu waren sie viel zu anständige Leute. Was wissen Sie von dem Attentat auf Professor Mente? Metzger und Gutmann sind der Meinung gewesen, es war Lewandowski und nicht die Aktion direkt. Wir fragen uns bloß, weshalb die deutsche RAF nicht aufgeheult hat, als man den französischen Revolutionsbrüdern einen falschen Bekennerbrief aufhalste. Es gab nichts aufzuheulen, weil es teuflisch gut abgestimmt war. Zunächst waren die RAF-Leute vollkommen verwirrt und fragten die Franzosen, ob sie es wirklich gewesen seien. Die sagten nein, aber es könne irgendeine neue Splittergruppe gewesen sein.
Als man auch das ausschließen konnte, war es für jede Reaktion zu spät. Lewandowskis Meisterwerk. Wir wissen nicht, wie es weitergehen kann. Ich habe Angst, dass jemand den Baumeister erschießt. Machen Sie sich keine Sorgen. Haben Sie Lust auf ein Interview? Wen? Emma und Strahl? Die kommen mit Maschinengewehren und Handgranaten. Ja, ja. Das ist durchaus möglich. Lassen Sie die Katze aus dem Sack. Wenn Sie Reimer und der Frau sagen, dass Lavrushka Ljubomodrow in Bonn ist, werden Sie mit ihnen sprechen. Ohne Maschinengewehre. Können Sie sich den Namen merken? Lavrushka Ljubomodrow. Ich schreibe es auf. Und wieso werden Sie dann mit uns reden? Weil Sie annehmen müssen, dass Sie mit diesem Menschen zusammengetroffen sind. Lavrushka Ljubomodrow ist der einzige Mensch auf der Welt, der die ganze Geschichte der Lewandowski-Truppe erzählen kann. Reimer und Strahl wissen das. Und wo ist dieser Mensch jetzt? Irgendwo in Ostsibirien. Aber wahrscheinlich kommt er her. Ja, Reimer wird sicher gehen wollen. Er wird uns fragen, wie dieser Mensch aussieht. Glauben Sie mir, es reicht, wenn Sie den Namen wissen. Morgen früh bekommen Sie Post von mir. Es war mir eine Ehre. Das brachte ein Bote. Es war ein handelsüblicher brauner DIN-A4-Umschlag. Er ist von Rasputin. Nach einem ausgedehnten Frühstück suchten wir Beck auf. Er eröffnete uns, dass der Fall Metzger-Gutmann abgeschlossen sei. Dabei war es nur zu offensichtlich, dass er von dem Fall abgezogen worden war. Beck wusste wirklich nichts. Im Wagen nahm ich mir Rasputins Dossier vor. Fangen wir mit Rasputins Bemerkungen zu Lewandowski an. Die scheinen mir besonders wichtig. Rasputin hatte sich wirklich Mühe gegeben, Lewandowskis Lebenslauf zu rekonstruieren. Dabei fiel mir besonders folgender Abschnitt ins Auge. Merkwürdiger Selbstmord seiner Verlobten, Angelika Würzner, damals 26 Jahre. Die Frau stieg angeblich in eine mit Wasser gefüllte Badewanne und legte offene Strompole ein. Ein Gerichtsmediziner kommt jedoch zu dem Schluss, dass die Frau bereits tot war, ehe sie ins Wasser geriet. Keine Verhandlung. Vielleicht auch ein Opfer des Henkers. Ich las ihr den Rest zu Lewandowski vor, auch die Hintergrundinfos zu Reimer und Strahl. So, das waren die Biografien. Irgendetwas unklar? Nein, ich möchte bloß wissen, wer Lewandowski zum Henker gemacht hat. Mal sehen, vielleicht kommt dazu noch was. Ach, hier. Wir haben nicht mit letzter Sicherheit feststellen können, wer die Gruppe steuert. Noch schwieriger war es festzustellen, auf welche Weise die Gruppe ihre Zielpersonen genannt bekommt. Unsere Experten vermuten inzwischen zwei Wege. Zum einen kann man der Gruppe über Computer eine Zielperson nennen. Ein Verfahren, das besonders sicher ist, wenn die Mitteilung kodiert wird. Zum zweiten kann die Mitteilung, eine Person zu töten, sich aus einer ganzen Serie scheinbar belangloser Telefonate zusammensetzen, in deren Wortlaut bestimmte Nachrichten einkodiert werden können. Das verstehe ich nicht. Was bedeutet Kodierung? Also, eine Kodierung kann so erfolgen. Lewandowski, Reimer und Strahl hatten das gemeinsame Haus am Möllenkamp. Sie hatten aber auch offensichtlich eigene Wohnungen. Der Anruf kommt. Der Mann, der anruft, sagt nun nicht, bringt mal diesen Abgeordneten um, sondern er sagt zum Beispiel, stell dir vor, ich habe heute 56 rote Rosen bekommen. Rote Rosen heißt SPD. 56 heißt, dass es um den Abgeordneten Nummer 56 einer speziellen Liste geht. Beim zweiten Anruf sagt der Auftraggeber, in 14 Tagen habe ich Urlaub. Das bedeutet, dass die Nummer 56 auf der Liste der SPD in 14 Tagen getötet werden muss. Der dritte Anruf besagt dann, auf welche Weise er zu töten ist, also scheinbarer Herztod oder Unfall oder sowas. Klar? Ha, ziemlich perfekte Methode. Willst du die beiden immer noch treffen? Piotr weiß genau, was er tut. Er wird uns nicht in den Tod schicken. Du denkst ständig an unseren Fall, nicht wahr? Ja, ich muss dauernd an Metzger denken, der wahrscheinlich den furchtbaren Fehler beging, Reimer für bestechlich zu halten. Wie kommst du darauf?
Das letzte Telefonat seines Lebens führt er wahrscheinlich mit Reimer, weil er ihn treffen will, um ihn für 10.000 Mark Informationen über die Henker abzukaufen. Und zur Warnung sagt er, er hoffe nicht, dass alles nur ein Gag vom Gig sei. Er geht, übergibt das Geld und wird umgebracht. Anders passt es nicht zusammen. Ich saß schon am Telefon und wählte die Nummer des Innenministeriums in Bonn. Kurz darauf hatte man mich mit Reimer verbunden. Baumeister aus der Eifel. Ich würde Sie gerne interviewen. Von wo rufen Sie an? Aus der Eifel natürlich. Ich soll Sie übrigens von Lavruschka Ljubomodrov grüßen. Ich wusste ja, dass Moskau eines Tages schöne Grüße schickt. Aber dass Sie sich ausgerechnet an schwierigen Journalisten aussuchen, hätte ich nicht gedacht. Wer sind Sie wirklich? Und wo sind Sie wirklich? Sie haben doch Fantasie, Reimer. Und wie geht es, Lavruschka? Prima. Also, wie sieht's aus mit dem Interview? Na, raten Sie mal. Jetzt rufe ich Piotr an. Es dauerte eine Weile, ehe die sowjetische Botschaft bereit war, mich durchzustellen. Schön. Dann rate ich Ihnen, sich auf das große Finale vorzubereiten. Dunkle Charaktere reisen nachts. Es war empfindlich kalt geworden. Streckenweise war die Autobahn auch glatt. Aber kein Unfall und kein Stau hinderten uns. Bei Koblenz bog ich auf die A48 Richtung Trier. In der endlosen Steige die Eifel hinauf fiel Schnee. Laster wurden langsamer, kamen ins Rutschen, hingen fest. Aber da der Verkehr auf dieser Strecke nie dicht ist, kamen wir immer noch voran. Dann erreichten wir die Ausfahrt Dauenmieren. Es ist schön, heimzukommen. Dein Bauernhof ist deine Burg, nicht wahr? Ja. Warum hast du nur so viel Angst vor Menschen? Hab ich doch gar nicht. Doch, doch. Manchmal hast du sogar Angst vor mir. Dabei will ich doch eigentlich nichts. Natürlich. Du willst zumindest den Teil von mir, den du dir zurechtträumst. Ich muss nichts träumen. Ich sehe dich doch. Ich nehme dir auch nichts weg. Weder deine Welt noch dich selbst. Ich glaube dir ja. Ich vertraue auch deinen guten Absichten. Wer hat dir bloß diese Angst eingeflößt? Ich weiß es nicht genau. Ich nehme an, es ist die Summe meiner Erfahrungen. Die Menschen, die mit mir leben wollten, haben mich vielleicht zu oft enttäuscht. Am schlimmsten waren die Mittelmäßigen, denn Mittelmäßigkeit gibt sich gerne so furchtbar liberal. Man erkennt sie nicht gleich. Magst du mich eigentlich? Ja, ich mag dich wirklich. Dann kann ich mit deiner Angst leben. Sie lehnte sich an meine Schulter und es fühlte sich gut an. Der Schnee wurde dichter. Ich musste die Nebelscheinwerfer zuschalten. Dann die Nürburgwelle, der Anstieg in der Serpentine vor Walsdorf. In der langen, sanften Linkskurve schaltete ich in den zweiten Gang und ging vorsichtig die erste Spitzkehre an. Was ist das? Der Wagen brach plötzlich zur Seite aus. Es schepperte laut und er stellte sich quer. Die Heckscheibe zersprang mit einem lauten Knall. Das Glas prasselte gegen die Blechteile, auf die Sitze und unsere Köpfe. Dann klappte die Frontscheibe oberhalb von Elsas Kopf mit einem mörderisch hohen Ton. Im ersten Reflex trat ich voll auf die Bremse und schleuderte sofort nach rechts gegen die Leitplanke. Es gab einen heftigen Schlag. Wir wurden nach vorne in die Gurte geworfen. Scheiße! Bleib unten! Lieber Gott! Runter! Verdammt, runter! Dann kam von hinten hellgelbes, grelles Licht. Ein Motor heulte hoch auf und schließlich fiel ein tiefschwarzer Schatten über uns. Ich hob trotz fast panischer Angst den Kopf und sah, wie sich 100 Meter voraus ein Laster in der Spitzkehre querstellte und noch ein Stück weiter rutschte. Ein zweiter, der soeben an uns vorbeigezogen war, vollzog abrupt das gleiche Manöver. Oberhalb der Büsche bewegten sich Leute. Sie rannten nach rechts aus meinem Blickfeld. Was ist denn los? Weiß nicht. Bleib unten! Nicht schießen, Leute! Wir können uns nicht noch mehr Krach erlauben. Die sind sowieso auf und davon. Was? Leben die noch? Ja! Dann immer mit der Ruhe. Elsa stieg aus eigenen Kräften aus. Ich hockte nur da und spürte, wie meine Knie nachgaben. Dann ließ ich mich einfach nach hinten sacken. Jemand griff mir fest unter die Arme und zog mich hinaus. Schon gut. Du siehst schlimm aus. Lebst du noch, Baumeister? Bist du verletzt? Geht schon.
Geht schon. Du bist ja wirklich verletzt, Baumeister. Dein ganzes Hemd ist voll Blut, überall. Das ist nicht Baumeister, der blutet, das sind Sie. Sie haben was an der rechten Schulter abbekommen. Sie bluten auf Baumeister. Ach ja? Wir haben einen Arzt da, der kümmert sich darum. Was ist passiert? Nicht jetzt. Wir müssen hier erstmal abrücken. Rein in die Wagen und abgefahren. Und lass bloß nichts liegen. Ein Eifelbauer, der eine Maschinenpistole zum Fundamt bringt, wäre ausgesprochen peinlich. Sind das Ihre Lastwagen? Ja, sozusagen. Einer war hinter Ihnen, einer vor Ihnen. Wir wussten, dass die etwas vorhatten, aber wir wussten nicht wo. Wir kamen nur 20 Sekunden zu spät. Verdammt nochmal. Mit Ihrem Anruf bei Reimer haben Sie denen deutlich zu erkennen gegeben, dass Sie und Ihre schöne Freundin alles wissen. Und dann halten Sie sich die Augen zu und meinen, keiner sieht Sie. Sie mussten nicht nur wissen, dass Sie auf der Abschussliste stehen. Ich bin sicher, Sie haben es auch gewusst. Beinahe hätten Sie sich so einfach umlegen lassen. Haben Sie Ihr Gehirn an der Garderobe abgegeben, Mann? Piotr, Sie sind ein Arschloch. Das mit dem Interview war doch Ihre Idee. Piotr hatte trotzdem recht, weil wir diese Welt nicht wahrhaben wollten, in der wir uns bewegten. Irgendwann fuhr ich heim. Im Dorf war es weiß und still und ich registrierte desinteressiert, dass Piotr zwei Wachen aufgestellt hatte. Ich sehe mir deine Kinder später an. Ich muss weg, ich habe ziemlichen Mist gebaut. Aber dann sah ich mir die Jungen an, alle vier, nahm sie auf den Arm, streichelte die stolze Mutter und fühlte mich ein bisschen besser. Anschließend rief ich Anna Gutmann an. Gleich kommt Piotr und bringt Ihnen Elsa. Passen Sie auf, dass sie nicht das Haus verlässt. Nicht einmal, um eine Zeitung zu kaufen. Und Sie? Was machen Sie? Ich habe noch etwas zu erledigen. Entschuldigen Sie den späten Anruf. Ich fuhr los und Piotrs Wächter folgten mir nicht. Ich stellte meinen zerschossenen Wagen auf einem leeren Parkplatz in die hinterste Ecke. Avis hatte tatsächlich offen und ich mietete einen Corsa. In dem kurzen Lebensabriss des Alfred Lewandowski war mir ein Punkt besonders aufgefallen. Ich wusste noch fast wörtlich, was Piotr geschrieben hatte. Lewandowski wird nach unseren Erkenntnissen 1965 nach Dortmund versetzt. Dort im 14. Kommissariat. Fällt auf durch brutales Verhalten gegenüber Festgenommenen. Merkwürdiger Selbstmord seiner Verlobten Angelika Würzner. Ein Gerichtsmediziner kommt zu dem Schluss, dass die Frau bereits tot war, ehe sie in das Wasser gelegt wurde. Keine Verhandlung. Die Spur war heiß. Im Kommissariat stieß ich auf eine Freundin der toten Verlobten, die nur darauf gewartet hatte, dass jemand den Fall wieder aufrollen würde. Lewandowski hatte einen einflussreichen Freund, der das Ganze unter dem Mantel des Staatsschutzes offensichtlich gedeckt hatte. Kurz nach dem Vorfall gingen beide zum Verfassungsschutz. Der Name des Freundes war Harald Forst, ebenfalls ein C-16-Mann. Und wie Lewandowski war er später dann offiziell aus dem Staatsdienst ausgetreten, kassierte aber weiterhin das volle Gehalt eines Polizeirates und hatte den Direktorenposten im Verband der Deutschen Molkereien e.V. inne. Die Frau gab mir sogar ein altes Foto von Forst und seine Adresse in Bonn. Die Sache kam ins Rollen. Das Vorzimmer von Direktor Forst. Ist Harald da? Grimm vom Schleswig-Holsteinischen Verband. Ach, das ist Pech. Wo ist er denn? Zum Essen im Laternchen sicher, was? Ah, die Herren sind also nach Maria Lach gefahren. Macht ja nix. Ich bin nur gerade hier im Bundesdorf und dachte mir, ruf den alten Harald mal an. Bestellen Sie schöne Grüße, ja, Kindchen? Sicher eine große Gesellschaft, was? Ach, nur zu dritt? Vielen Dank. Ah, Frau Gutmann, Baumeister hier. Ich brauche Elsa und das ganz schnell. Sag mal, bist du verrückt? Piotr ist schon vollkommen aus dem Häuschen und ruft alle 10 Minuten hier an. Du bist seit Stunden überfällig. Reimer und Strahl werden sicher versuchen, uns zu...
Baumeister, wo bist du eigentlich? In einer Telefonzelle. Wo, verdammt nochmal? Dass du am Flughafen warst und dein Auto gemietet hast, das wissen wir schon. Aber warum bist du nicht hergekommen? Jetzt hör mir doch mal zu. Du schnappst dir jetzt deine Kamera und setzt einen Superweitwinkel auf. Dann verschwindest du nach hinten raus über die Garagen und nimmst dein Taxi. Kannst du überhaupt klettern mit der Wunde? Ja. Außer der Kamera nimmst du noch das kleine Bandgerät mit. Du lässt dich zum Kloster Maria Lach fahren. Hast du das? Ja. Du gehst in das Seehotel Maria Lach. Ein Riesending, das kannst du gar nicht verfehlen. Du musst nach einem Mann Ausschau halten, den ich dir jetzt so genau wie möglich beschreibe. Ich habe nur ein Foto, das älter ist als 20 Jahre, aber das muss reichen. Der Mann ist so groß wie ich. Er ist vermutlich sehr füllig. Soweit ich sehen kann, hat er ziemliche X-Beine. Das Gesicht war damals schon voll und rund. Zwei Dinge sind wichtig. Er hat kleine, eng zusammenstehende Augen. Farbe kann ich nicht erkennen. Und dann seinen Mund, auffallend klein. Und wenn er lacht, sieht man seine Schneidezähne, wie bei Bugs Bunny. Hast du das? Ja, ein Scheißtyp. Bitte sag Anna nicht, was du vorhast. Du erinnerst dich, dass Lewandowski in Goodmans Computer als C-16-Mann erschien. Dieser Mann ist vom gleichen Kaliber. Ich werde so schnell wie möglich auch da sein. Wenn ich auftauche, kennen wir uns nicht. Du wirst zur Herrentoilette runtergehen und das eingeschaltete Bandgerät auf den Siphon des zweiten Handwaschbeckens im Vorraum legen. Noch Fragen? Nein. Ich steuerte gleich nach rechts in den kleinen Gastraum. Und richtig, da saß er, an einem Tisch beim Fenster, unübersehbar und strahlend. Er war dick und längst grauhaarig und sah wirklich aus wie Bugs Bunny. Er gab sich sichtbar jovial, aber die Augen verrieten ihn. Dieser Mann war eiskalt und lebensgefährlich. Einen Tisch weiter, rechts vom Gang und mit dem Rücken zu mir, saß Elsa. Sie hatte sich so postiert, dass sie Harald Forst seitlich im Blickfeld hatte. Ihre linke Hand ruhte auf dem Fotoapparat, der neben ihren Zigaretten achtlos auf dem Tisch stand. Und ich wusste, dass sie Film um Film verschoss. An ihrem Tisch waren zwei Stühle frei. Sie gestatten doch? Aber ja. Halten Sie mir den Platz frei? Ich komme gleich wieder. Ja, sicher. Ich hatte jetzt keine Zeit mehr. Vor Harald Forst und seiner Gesellschaft standen leere Eisbecher. Sie mussten jeden Moment aufstehen. Entschuldigung, meine Herren. Ich muss Ihnen eine C-16-Sache sprechen. Sofort. Es geht um Reimer und Strahl. Dann drehte ich mich um und ging zielstrebig auf den Durchgang zu den Toiletten zu. Ich war sicher, dass er mir folgen würde. Auf der Treppe nach unten kam mir Elsa entgegen. Sie sah mich an, aber ihre Augen verrieten nichts. Vor der Tür mit der Aufschrift Herren hörte ich Schritte, die hinter mir die Treppe herunterkamen. Ich ging in den Vorraum, er war leer. Im Siphonknick des zweiten Beckens klemmte der Minirekorder und wenn man nicht danach suchte, war er praktisch unsichtbar. Ich habe nicht viel Zeit. Ich bin Sigi Baumeister und Sie können sich jede gespielte Überraschung sparen. Sie kennen mich und ich weiß, wer Sie sind. Ich kann es sogar beweisen anhand einer Liste von 16 Toten. Ich gedenke dafür zu sorgen, dass diese Liste nicht länger wird. Und wenn doch noch ein Name draufkommt, wird es nicht meiner sein, sondern Ihrer. Ich habe zwar keine Ahnung, wovon Sie da sprechen, aber falls das alles ein Witz sein soll, finde ich es gar nicht komisch. Guten Tag. Er drehte sich um und wäre wirklich gegangen. Ein kalter Hund, ein echter Profi und mir mit Sicherheit haushoch überlegen. Aber ich durfte ihn nicht gehen lassen. Das würde ich lieber nicht tun. Er wandte sich halb zu mir und sah mich dastehen. Lässig gegen das Waschbecken gelehnt und die Hand in der Jackentasche, mit einer Waffe, die eindeutig auf ihn zielte. Es war meine schwerste Pfeife, die Orly von Saint-Claude. Aber etwas Besseres hatte ich nicht. Was wollen Sie von mir? Ich will, dass Sie sofort Reimer und Strahl zurückpfeifen. Sie werden ihnen sagen, dass sie sich zu Ihrer Verfügung zu halten haben. Dann bekommen Sie weitere Anweisungen. Und wenn ich das nicht tue? Dann lege ich Sie gleich hier um. Das ist mir egal, ich kann Sie sowieso nicht leiden. Außerdem werde ich mir aber die Mühe machen, mich um Ihre Familie zu kümmern. Sie sollten jetzt lieber schleunigst versuchen, Ihren Arsch zu retten. Ihre Zeit läuft nämlich gerade ab. Wer sind Sie wirklich? KGB? Wer hat Sie geschickt? Oder sind Sie von unseren? Ich habe nie etwas Ungesetzliches getan.
Ich bin vollgedeckt durch die Gesetze für den Staatsnotstand in Friedenszeiten. Das ist ganz eindeutig. So, das war's dann für Sie. Halt, warten Sie. Ich tue es. Ich mache, was Sie da von mir verlangen, aber unter Protest. Wie wollen Sie Ihre beiden losgelassenen Killer erreichen? Ich gehe über Telefon in ein Computersystem, das Reimer und Strahl einmal am Tag anlaufen müssen. Gut, dann machen Sie das gleich von hier. Sie können den Apparat vorne am Empfang benutzen. Aber denken Sie daran, ein einziges falsches Wort und Sie sind tot. Ich hoffte nur, dass ich nicht so sehr übertrieben hatte. Ich durfte ihm keine Zeit zum Nachdenken lassen. Los, Mann, machen Sie schon! Ergeben marschierte er vor mir her. Oben gesellte sich Elsa zu uns und während er eine sehr lange Nummer wählte, hielt sie ihm schon den Rekorder hin. Sobald er seine Verbindung bekam, gab er einen komplizierten Code aus Buchstaben und Zahlen durch. Ich tat so, als verfolgte ich seine Meldung auf einer Tabelle mit. In Wahrheit waren es die Ferientermine von Nordrhein-Westfalen, die in meinem Notizbuch abgedruckt waren. Er legte auf und starrte mich blass und verstört an. Eine erbärmliche Kreatur. Jetzt gehen Sie zu Ihren Herrschaften zurück und tun so, als sei nichts gewesen. Sie hören von uns. Draußen im Wagen musste ich erst einmal tief durchatmen. Meine Knie zitterten leicht und ich fühlte eine dünne, kalte Schweißschicht auf meinem Gesicht. Baumeister, du warst großartig. Ich war nicht großartig. Nicht jetzt und schon gar nicht davor. Wäre dieser Forst nicht selbst noch nie mit der Realität dessen konfrontiert worden, was er immer nur als sauberen Aktenvorgang bearbeitet, dann wäre das eben hier schiefgegangen. Und wer weiß, was er gerade wirklich durchgegeben hat. Aber schlimmer war das, was ich mir vorher geleistet habe. Heute Nacht wärst du um ein Haar getötet worden und das nur, weil ich die Lage völlig falsch eingeschätzt habe. Elsa nahm mich in die Arme und küsste mich lange und zärtlich. Es war einer dieser Momente, die traurig sind und schön und so flüchtig, dass sie schon vorüber sind, wenn man erkennt, wie wichtig sie waren. Ich musste mich mit einer großen Willensanstrengung lösen. Wenn ich ganz konzentriert war und schnell, dann hatten wir immer noch eine Chance. Warte bitte noch einen Moment auf mich, ich bin sofort zurück. Ich lief über den nassen Parkplatz zum Telefon zurück. Piotr war sofort am Apparat. Ich berichte Ihnen später, was los war. Sagen Sie mir jetzt nur, ob ich mit Elsa in die Eifel fahren kann. Das müsste gehen. Ich schicke Ihnen für alle Fälle ein paar Babysitter. Aber melden Sie sich schleunigst bei mir. Was machen wir heute? Du bleibst hier. Wir müssen uns für Piotr bereithalten. Ich fahre nach Bonn und höre mich noch einmal bei den Pennern nach Lewandowski um. Sie maulte ein wenig, aber ich fand einen Weg, sie zu versöhnen. Ich fuhr mittags los. Im Stadthaus in Bonn musste ich eine Weile suchen, aber schließlich saß ich einer älteren Frau mit Stahlbrille gegenüber, die mir erklärte, sie kenne jeden Penner zwischen Koblenz und Köln. Sie verwies mich an Harmonika Karl, der um diese Zeit bei den barmherzigen Schwestern eine Suppe zu sich nahm. Nach einer entsprechenden finanziellen Zuwendung erzählte er mir von Lewandowski, der sich bei ihm einige Tage als verkleideter Penner einquartiert hatte, offensichtlich auf der Flucht. Als er überstürzt aufgebrochen war, hatte er seinen Waffenkoffer bei Karl vergessen. Ich nahm den Koffer an mich und Karl war froh, das Ding los zu sein. Der Koffer ist es also. Reimer und Strahl sind in der Stadt und suchen etwas. Das kann nur dieser Koffer sein. Oh, verdammt. Mundharmonika, Karl. Ich fuhr wie der Teufel, kam aber dennoch zu spät. Karl konnte niemand mehr helfen. Sie hatten ihm das Genick gebrochen. Ich hab die Schnauze gestrichen, voll. Ich will raus aus diesem Scheißspiel. Mann, beruhigen Sie sich doch erstmal. Ein großartiger Rat. Das Einzige, was mich beruhigen könnte, wären Informationen. Die sind für uns jetzt nämlich überlebenswichtig. Zum Beispiel, vor wem war Lewandowski auf der Flucht? Denken Sie nach und Sie werden schnell darauf kommen. Wann soll ich bei Ihnen sein? Schnell. So schnell es geht. Ich muss endlich alles wissen und wir wollen raus aus der Sache. Das sind jetzt die Aufräumarbeiten, mein Lieber. Ja, ich weiß. Hier ein Toter, dort ein Toter. Und wann sind wir tot? Nicht, wenn Sie sich auf mich verlassen. Ich komme morgen. Sagen Sie mir, warum Lewandowski getötet wurde. Nur das. Weil er einen Fehler gemacht hat.
Als Piotr in seinem alten Wagen auf den Hof bog, schleppte ich gerade Holz für den Kamin ins Haus. Machen wir einen Spaziergang? Moment, Sie wollten erklären, welchen Fehler Lewandowski gemacht hat. Ich werde Ihnen unterwegs davon berichten. Wieso wollen Sie plötzlich spazieren gehen? Und wohin? Richtung Kerpen, in den Steinbruch. Wir liehen ihm ein paar Gummistiefel und machten uns auf den Weg. Das erinnert mich an meine Heimat. Die habe ich mit Stalin gemein. Georgien. Viel Wald, viel Aberglaube, viele einfache Leute und weit weg von Moskau. Als Junge war ich immer im Sommer in Zeltlagern. Sie wollten etwas über den schwersten Fehler von Lewandowski erfahren. Nun, die Sache liegt ein halbes Jahr zurück. Merken Sie sich den Namen Müller? Sie wissen ja schon, dass Lewandowski seine Zielperson wahrscheinlich mittels eines komplizierten Codes genannt bekam, den wir niemals knacken konnten. Eines Tages traf es die Nummer 33 auf einem speziellen Verzeichnis von Bundestagsabgeordneten. Diese Nummer 33 war ein CDU-Mann namens Müller. Nun muss man wissen, dass die Nummer 66 ein SPD-Mann mit dem gleichen Namen ist. Um es vorwegzunehmen, durch einen unglaublich dummen kleinen Fehler tötete Lewandowski den CDU-Müller. Gemeint war jedoch der SPD-Müller. Woher wissen Sie das alles? Durch einfach überzeugende Rückschlüsse. Sie werden es gleich verstehen. Der CDU-Mann Müller war das, was man hierzulande einen braven, aufrechten Mann nennt. Hinterbänkler. Kein Vorredner, kein Vordenker. Ein sehr hart arbeitender Mann mit einer Vorliebe für Randgruppen. Mit Sicherheitsdingen wie Rüstung und Wirtschaft hatte er nicht das Geringste zu tun. Glücklich verheiratet mit einer sehr energischen Frau. Als ihr kerngesunder Mann beim Spaziergang mit dem Hund plötzlich tot umfiel, fand sie sich mit dem angeblichen Herzversagen nicht ab und verlangte eine Obduktion. Und weiter? Man sagte ihr, dass er durch eine bedauerliche Verwechslung schon ins Krematorium gebracht worden sei. Sie setzte Himmel und Hölle in Bewegung. Man hat die nicht zu vermeidende Untersuchung zwar blockiert, aber es reichte, dass wir aufmerksam wurden. Wir haben nachgebohrt und sind jetzt vollkommen sicher, dass es ein Fehler in der Zielkodierung gewesen ist. Setzen wir uns auf die umgestürzte Eiche dort, dann können wir etwas verschnaufen. Vierzehn Tage nach dem Tod des CDU-Müller fuhr der andere Müller nach Ost-Berlin und traf sich dort mit einem Vertreter des Moskauer Innenministeriums. In seinem Gepäck ein geheimer Sicherheitsbericht westdeutscher Atomkraftwerke. Da wussten wir, Lewandowski hat den falschen Mann getötet. Als der CDU-Müller tot war, geriet Lewandowski in eine fast vollständige Isolierung. Er war kaum noch in dem Haus am Gottesberger Müllenkamp. Und dann hatte er ja noch einen zweiten Fehler gemacht. Die öffentliche Verleihung des Bundesverdienstkreuzes? Da. Nun sagen Sie schon, wer ihn umgebracht hat. Reimer und Strahl natürlich. Aber warum auf dem Parkplatz des Langen Eugen und mit einem Stein auf den Schädel? Das war sozusagen ein diplomatisches Signal an uns. Selbstverständlich haben die Auftraggeber geahnt, dass wir auf Lewandowskis Spuren waren. Aber sie wussten nicht, wie weit wir gekommen sind. Also opferten sie Lewandowski, ließen ihn erschlagen und sagten uns damit, hört auf nachzuforschen, es ist vorbei, er ist tot. Lewandowski war seit Tagen auf der Flucht vor seinen eigenen Genossen und er... Er versuchte, zu seinem Freund Harald Forst in die Thomasstraße 38b zu kommen. Bitte? Wie heißt der Mann? Forst? Wie haben Sie den aufgetrieben? Davon wussten ja selbst wir noch nichts. War relativ einfach. Ich habe ein Tonband für Sie. Reimer und Strahl sollten also die Nachfolger werden? So war es geplant, aber alles ging schief, weil Sie und wir schon zu viel wussten. Der Waffenkoffer ist ein letztes Überbleibsel, von dem Sie überzeugt sind, dass es aus der Welt geschafft werden muss. Dann geben wir Ihnen einfach den Koffer und die Sache ist vorbei. Ich will da raus. Sie sind vielleicht gut. Selbst wenn Sie ein buntes Schleifchen um den Koffer wickeln und ihn den beiden als Preis überreichen, das wird nicht reichen. Nein, der Koffer, Elsa und der Baumeister, das ist der Preis. Ist das ganz sicher?
Wenn Sie logisch überlegen, gibt es zwei Menschen, die einfach zu viel über die Henker-Gruppe wissen. Sie beide. Dann hauen wir ab. Ich bin doch nicht verrückt. Ich lasse mich doch nicht von diesen Fanatikern erschlagen. Oder willst du ein Held sein, Baumeister? Ich nicht. Wir bogen um das alte Mahlhaus, in dem sie früher den Basalt zu Schotter zerkleinert hatten, und kamen auf die unterste Sohle des Steinbruchs. Es ist sehr schön hier. In schweren Zeiten gehe ich hierher und bedenke meine Unwichtigkeit. Das sind die Dinge, die zählen, nicht dieser hysterische Geheimdienstquatsch. In diesem Beruf müssen Sie mit allem rechnen. Als Geheimdienstmann leben Sie eben gefährlich. Wie meinen Sie das? Reimer und Strahl können sich das Ganze nur auf eine Weise erklären. Sie gehören zum Geheimdienst, zum Russischen natürlich. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Durchaus nicht. Wie sollten Sie sonst etwa Grüße von Lavrushka bestellen können? Was haben Sie nun vor? Nun, wir werden Ihnen den Waffenkoffer geben und Sie bitten, ein wenig aus der Schule zu plaudern. Machen Sie das ohne uns. Geht nicht, das wissen Sie. Wir sind also das Dessert. Sie sind auf dem Tablett. Ich habe Angst. Ich kenne das Gefühl. Lassen Sie uns zurückkehren und alles vorbereiten. Und wo soll das Ganze stattfinden? Nach heute Nacht in diesem Steinbruch. Das ist doch ein wunderschöner Platz. Langsam verstrichen die Stunden. Als wir schon beinahe nicht mehr daran glaubten, wurde es endlich Mitternacht. Die alte Absperrung vom Steinbruch. Pass auf, stolper nicht. 30 Meter weiter fällt der Bruch senkrecht ab, 80 Meter tief. Da ist auch die Basaltnadel, auf der du hocken wirst, wie auf einem Thron. Oder bist du schwindelig? Nein, ich habe nur Schiss. Ich auch. Langsam jetzt. Die Nadel ist etwas mehr links, an der Krüppeleiche vorbei. Vorsicht, stehen bleiben, siehst du? Da unten werden wir sein. Piotr glaubt, dass Reimer und Strahl aus dem Steilhang gegenüberkommen werden. Der Steinbruch lag im silbrigen Mondlicht unter uns wie eine kitschige Filmkulisse. Und wo soll ich mich genau postieren? Du musst über den Spalt zur Nadel rüber. Aufpassen. So ist es gut. Schieb den Schnee weg und leg dich hin. Jetzt das Seil. Ich legte ihr die starke Nylonschnur wie einen doppelt gekreuzten Hosenträger um und verknotete sie um ihre Taille. Die Gegenseite schlang ich um einen soliden Eichenstamm jenseits des Spaltes. Ich werde jetzt gehen. Und was mache ich, wenn ich vor Angst ohnmächtig werde? Ohnmächtig bleiben. Du bist wirklich tapfer, Elsa. Sie warf mir einen Kusshand zu. Dann kauerte sie sich hin und begann, die Kameratasche auszupacken. Ich nahm den gleichen Weg zurück. Piotr saß am Schreibtisch und machte sich Notizen. Ihre Freundin hat sehr viel Mut. Irgendetwas Auffälliges? Nichts. Wann gehen wir? Wir fahren. Um 2. Ziemlich hell. Wir werden 2 Scheinwerfer haben. Akteure sind Sie, Lavrushka, der Koffer und ich. Es gibt 2 normale Wege, um in den Bruch zu kommen. Beide werden Reimer und Strahl nicht benutzen. Sie dürften vom Osten her den Steilgang hinunterkommen, wahrscheinlich getrennt und in kurzem Abstand. Von hier aus gesehen Reimer links, die Strahl rechts. Sie haben das alles schon sehr lange geplant, nicht wahr? Selbstverständlich. Gibt es in Moskau auch einen Henker? Wir haben die Todesstrafe nicht abgeschafft. Ob wir allerdings jemanden wie Lewandowski hatten, weiß ich nicht. Heißt wahrscheinlich. Jetzt vermutlich nicht mehr. Wann kommt dieser Lavrushka? Er wird zum Steinbruch kommen. Er ist ein scheuer Mann. Wollen Sie sich noch etwas auf die Couch legen? Ich bleibe bei dem Sessel. Er schaffte es tatsächlich, in kürzester Frist einzuschlafen. Ich verstand nicht, wie er so entspannt sein konnte. Ich weckte Piotr kurz vor 2 und er war auf der Stelle hellwach.
Ich möchte, dass wir aus Richtung Kerpen anfahren. Wir machten uns nicht die geringste Mühe, unauffällig zu sein. Ich fuhr von der Bundesstraße in den Ackerweg, der hinauf zum Steinbruch führte, und parkte den Wagen am Einlass auf die unterste Sohle. Piotr hatte zwei kleine, viereckige Scheinwerfer mitgenommen. Wir stellten sie etwa 6 Meter voneinander entfernt auf. In der Mitte lag ein großer Basaltbrocken, auf den wir den Waffenkoffer legten. Sehr gut. Wir hocken hier wie auf dem Präsentierteller. Lassen Sie die Scheinwerfer noch einen Moment brennen. Warum denn? Die Batterien halten nicht. Damit Elsa das Licht messen kann. Machen Sie solche Treffs oft? Um Gottes Willen, nein. Ich komme mir bei derartigen Ritualen lächerlich vor, obwohl solch eine Art sich zu treffen Zeugen ausschließt. Eigentlich kann niemand mogeln. Wenn mich meine Nase nicht trügt, fängt es gleich an zu schneien. Wird es viel Schnee geben? Ich glaube nicht, der Wind steht nicht so. Verdammt, wo bleibt Lavrushka? Wahrscheinlich ist er längst da. Links am Hang ist wer. Na also. Irgendwie hatte Reimer es geschafft, durch die dicht stehenden Stangenbuchen zu kommen, die 20 Meter über uns am Steilhang endeten. Er stand da, kaum sichtbar vor dem Dunkel des Waldes. Guten Morgen. Guten Morgen. Kommen Sie, kommen Sie. Wie viele Leute haben Sie hinter den Steinbrocken? Keinen, aber das wissen Sie doch längst. Sind das meine Waffen in dem Koffer? Ja, bis auf die eine Smith & Wesson. Die ist verloren. Und wo ist Lavrushka? Muss gleich kommen. Aber Sie dürfen die Waffen schon einmal untersuchen. Nicht nötig. Und wo ist Baumeisters Freundin? Zu Hause erkältet. Oh. Wo ist Ihre Gefährtin? Links von Ihnen. Madame. Hier unten ist keiner. Auf der zweiten Stufe auch nicht. Scheint sauber. Kommen wir zum Geschäft. Lassen Sie hören. Sie können die Waffen haben. Sie haben nur eine Gegenleistung zu erbringen. Sie werden uns umfassend informieren. Umfassend informieren? Worüber? Über Ihre Gruppe. Aber es gibt gar keine Gruppe. Natürlich nicht. Nach Lewandowskis Tod halten Sie sich erst einmal bedeckt. Aber Sie sind die Nachfolger. Nachfolger von wem? Für was? Ich dachte, Sie wissen, wie viel wir wissen. Ich dachte auch, Sie wissen, dass ich mich nicht hinters Licht führen lasse. Sie geben mir die Geschichte der Gruppe, ich gebe Ihnen Lewandowskis Vermächtnis. So einfach ist das. So einfach ist das nicht. Die Waffen müssen wir nur zum Auto tragen. 2 Minuten. Informationen bedeuten Tage. Vielleicht Wochen. Und die haben wir nicht. Die werden Sie sich nehmen müssen. Was wollen Sie eigentlich wissen? Was für Hobbys wir haben? Ach, kommen Sie. Es geht um die ganze Geschichte. Um jeden einzelnen Tag in dieser Geschichte. Wir verkaufen aber keine Geschichte. Wir sind keine Verräter. Nein, das sind wir wirklich nicht. Was ist, wenn wir den Koffer nehmen und gehen? Das habe ich erwartet. Lavrushka deutete so etwas an. Lavrushka ist der Einzige, der bei euch etwas taugt. Wo bleibt er denn? Er kommt gleich. Also, was ist? Sie werden sich doch längst dafür entschieden haben, uns Auskunft zu geben, oder? Absolut nicht. Das hier ist unsere Schlussarbeit und wir machen sie gut und schnell. Also, wir nehmen jetzt den Koffer und gehen. Wissen Sie, mir war es schon lange klar, dass Ihr Chef Sie irgendwann zum Abschuss freigeben würde. So wie er Lewandowski freigab. Ihnen scheinbar nicht. Warum wollen Sie die Realität nicht sehen? Die Realität ist, dass wir die Waffen schon haben. Sie sollten sich freuen, lebend hier wegzukommen. Falls Sie lebend hier wegkommen. Über unsere Arbeit sprechen wir nicht. Das sollten Sie sich aber nochmal überlegen. Was meinen Sie denn, warum Ihr Chef Sie hier hingeschickt hat? Sie sind am Ende und jeder außer Ihnen weiß es. Sie werden sich nirgendwo auf der Welt verkriechen können. Ihre Arbeitgeber werden sich nicht mehr an Sie erinnern. Und an jedem Kiosk der Welt wird man Ihre miese Geschichte kaufen können. Das würde mich wundern. Ihre Leute wären die Letzten, die so an die Öffentlichkeit gingen. Baumeister und die kranke Dame sind leider nicht meine Leute. Daher müssen Sie schon mit einer erheblichen Öffentlichkeit rechnen. Aber Sie haben ja die Chance, mit mir zu sprechen. Sehr lange, vielleicht Monate. Die Waffen können Sie übrigens gleich haben. Die sind nicht so wichtig. Ich schenke sie Ihnen. Nun gut. Nehmen wir mal an, ich wäre bereit, Ihnen diese Informationen zu liefern. Wie soll das technisch gehen? Wir kriegen die Waffen und ziehen damit ab. Gut, und dann? Einer von uns soll wohl als Geisel hier bleiben.
Nein, ich will keine Geisel und was sie mit dem Koffer machen, ist vollkommen unwichtig. Er hat uns bestellt, wir sind gekommen. Mehr wollte er nicht. Mehr hat er von Anfang an nicht gewollt. Sie haben es endlich begriffen, Reimer. Aus dem Licht, Baumeister! Scheiße! Er glitt aus dem Lichtschein, als sei er schwerelos. Und plötzlich geschah alles auf einmal. Rechts von mir bewegte sich der Hang. Er bewegte sich an drei Stellen. Auf einmal standen da drei dreckverschmierte Figuren, die man für Erdgeister hätte halten können, wenn sie nicht jeder eine Maschinenpistole am Anschlag gehalten hätten. Im gleichen Moment bewegten sich Reimer und Strahl ansatzlos und mit ungeheurer Schnelligkeit. Sie wirbelten in einer Rolle in entgegengesetzte Richtungen und hatten schon die Waffen in den Händen, bevor sie aus dem Lichtkreis verschwunden waren. Jetzt seid ihr dran, ihr Wichser! Im gleichen Augenblick standen sie im gleißenden Lichtschein. Dann fielen die Schüsse. Ich weiß nicht, ob Reimer zuerst starb oder die Strahl. Ich weiß nur, es dauerte wenige Sekunden. Für mich war es eine Ewigkeit. Elsa! Ja! Es ist alles in Ordnung, Baumeister! Ich habe alles mitbekommen! Wirklich alles! Das werden Fotos! Hol sie runter! Schnell! Ist Ihnen etwas passiert? Nichts. Aber Sie bluten, Ihre ganze Hand ist voll Blut. Ach ja? Ich spüre nichts. Wird ein Splitter gewesen sein. Piotr, Sie sind ein Schwein. Sie wussten, worauf das Ganze hinauslief, Piotr, nicht wahr? Es war nichts als eine Hinrichtung. Ich habe ein wenig mit so etwas gerechnet. Es ist ja alles vorbei. Alles vorbei. Ach, Baumeister, das war alles so schrecklich. Das war ja widerlicher Krieg. Aber ich habe alles fotografiert. Piotr stand neben den Leichen von Reimer und Strahl, hatte eine Zigarette zwischen den Lippen und starrte die beiden unbeweglich an. Welch eine Verschwendung. Bleib da, ich mache die Fotos. Beeilen Sie sich. Wir müssen schnell aufräumen und weg. Und die Leichen? Was machen Sie mit denen? Wir stellen sie zu. Wie bitte? Sie gehören Ihrer Regierung, also stellen wir sie zu. Während ich schnell und konzentriert fotografierte, kam ein kleiner Laster ohne Aufschrift in den Kessel gepoltert. Und plötzlich waren noch mehr Männer da, die lautlos aufräumten, die Leichen in Zinksärge packten und systematisch nach Hülsen suchten. Macht los! Laut Plan müsst ihr in 4 Minuten auf der Strecke sein. Sie schafften es. Der Lastwagen verschwand in der Nacht. Es war wieder so, als sei das alles nie geschehen. Nur Piotr war noch da. Er stand mitten im Steinbruch und wirkte wie eine Figur, die der Bühnenbildner vergessen hatte. Ob er triumphiert? Ich glaube nicht. Er ist nur kaputt. Bist du für ihn? Ja, ich bin für ihn. Er hat uns ein paar Mal gelingt. Sicher, aber hätte er uns die Grundzüge seines Berufes beibringen sollen? Wir gingen alle drei zum Wagen und schweigend fuhren wir heim. Nochmal, so eine Welt will ich nicht. Ja, du hast ja recht. Ihr scheiß Machos geht mir auf den Wecker. Wo ist denn Lavrushka geblieben? Sie sind Lavrushka, nicht wahr? Ja. Als wir Lewandowski identifiziert hatten, wurde ich auf die Sache angesetzt. Ich dachte, ich sollte etwas für mein Image tun und gab mir den Namen einer Romanfigur von Gorki. Unter diesem Namen ließ ich mehrfach für sie durchsickern. Ich würde sie zur Strecke bringen. Wie haben Sie diese Riesenmannschaft am Steinbruch eigentlich in Stellung gebracht? Ich habe ein paar sehr talentierte Genossen mitgebracht. Erzählen Sie mir keinen Quatsch, Piotr. Es waren Deutsche. Ich habe sie miteinander reden hören. Ja, vielleicht. Aber sie standen sozusagen unter russischem Befehl. Und der Lastwagen hatte früher einmal eine Nummer vom Bundesgrenzschutz. Das konnte man noch auf dem Blech für das Nummernschild erkennen. Sie haben für die Bundesrepublik gearbeitet. Warum fragen Sie, wenn Sie meinen, dass Sie schon alles wissen? Wenig später fuhr er grußlos vom Hof. Irgendwann kam Elsa aus dem Garten zurück und wir saßen vor dem Kamin und starrten in die Flammen. Ja, bitte? Ach, Sie sind es, Chef. Ja, der ist da. Ich habe gehört, dass Sie eine Wahnsinnsgeschichte haben. Von wem?
Das tut doch nichts zur Sache. Ich biete Ihnen 100.000 für die Exklusivrechte. Wie bitte? 100.000! Das reicht, also ich denke, das wird reichen. Aber ich muss die Recherchen noch ausbauen. Mir fehlen noch einige Einzelheiten. Und dann muss ich schreiben. Das dauert noch etwas. Ja, ja, das macht nichts. Das drängt überhaupt nicht. Lassen Sie sich viel Zeit. Das verstehe ich nicht. Sonst spart er an jeder Ecke und jetzt bietet er mir 100.000. Und er sagt, ich soll mir Zeit lassen, viel Zeit. Das ist doch schön. Das ist endlich unser Urlaub unter Palmen. Das mit dem Honorar geht schon in Ordnung. Der Chef zahlt 20, die Konkurrenz zahlt jeweils 20, die Bundesrepublik zahlt 20 und Piotrs Leute zahlen 20. Macht zusammen 100.000. Aber das ist... Was sagst du da? Wer zahlt 20? Sie werden es natürlich nie drucken. Und eigentlich haben wir das auch schon lange gewusst, nicht wahr? Mein Gott, Sie engagieren einen Russen, um die eigene Henkergruppe hinrichten zu lassen? Sie kaufen Ihre eigene Geschichte bei mir und Sie drucken sie nicht und... Aber Sie werden sie mit Genuss lesen. Beruhige dich, Baumeister. Wie sagst du immer, was ist schon der Mensch?